Wir wechseln jetzt an dieser Stelle ins Deutsche über. Jetzt werden die Übersetzer, denen jetzt schon mein Dank gilt, weil sie werden viel zu tun haben. Ich bitte hier auf unsere Bühne erstmal drei Teilnehmer. Wir werden nachher wachsen, sozusagen auch proliferieren, aber wir wollen erstmal drei Teilnehmer für unsere Panel-Diskussion haben, nämlich Peter Dombrowski, ich stehe Sie dann nachher gleich vor, Marcel Dicko und Yabin Yang, weil wir im ersten Teil mal so ein bisschen ausprobieren wollen, beziehungsweise ausloten wollen, wo denn die strategischen Veränderungen liegen, beziehungsweise was sind überhaupt die strategischen Hintergründe, Veränderungen, die zu dem Einsatz von Drohnen führen. Wir werden selbstverständlich danach auch nochmal zu technologischen Punkten kommen, auch zu ethischen Fragen. Aber wir beginnen jetzt erstmal in dieser kleineren Runde. Und wir werden Ihnen selbstverständlich dann auch noch die Möglichkeit geben, immer mal wieder Fragen zu stellen. Denn Sie sollen ja nicht einfach nur hier sitzen und zuhören, sondern Sie sollen sich ja beteiligen. So, darf ich die drei Herren auf die Bühne bitten? Professor Dombrowski, Herr Liang, wo ist Herr Dicko? Auch hier. Bleib mal hier sitzen. Das ist vielleicht das Passendste. Was ich jetzt mache, ich gebe Ihnen jetzt allen Ihr Schild. That's you. Dicko, darf ich Ihnen das geben? Und da haben wir noch Peter Dombrowski. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, Sie hier zu haben. So, denn wir bräuchten bitte noch den kleinen Übersetzungsapparat. Die Technik, die ja eher Low-Tech ist, die brauchen wir hier oben schon, damit das alles schön übersetzt werden kann. So, links von mir sitzt Dr. Yabin Yang, der vom Institute for International and Strategic Studies der Parteischule des Zentralkomitees der KP Chinas ist. Sie sehen, wir haben jetzt hauptsächlich Planer hier oben. Daneben Professor Peter Dombrowski, der Vorsitzende ist des Department for Strategic Research im US Naval College in Newport. Sie alle finden übrigens auch nochmal ausführlichere Biografien in Ihren Unterlagen, denn wir wollen uns ja jetzt nicht so ganz lange mit der Vorstellung aufhalten. Und Dr. Marcel Dicko von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der sich dort eben auch mit Technologiefragen der Strategie des Krieges beschäftigt. Sie sind jetzt gerade aber ausgeliehen, also fast wie ein Profifußballer an die BAKS, die Bundesakademie für Sicherheit in Deutschland. Ich hier in Berlin. Ich würde ganz gerne die gleiche Frage an Sie drei und zwar hintereinander stellen und vielleicht fangen wir direkt hier in der Reihe an mit Herrn Liang. Welche strategischen Ziele gibt es, Drohnen, bleiben wir mal bei Drohnen, einzusetzen? Und was sind die strategischen Ziele, die man glaubt, mit dem Einsatz von Drohnen besser erreichen zu können? Herr Liang, vielleicht wollen Sie mal anfangen. Okay, that's a very good question. Actually, in China, good. Nun, in China gibt es natürlich auch Drohnen, Hightech-Technologien. Sie haben in der Zeitung vielleicht gelesen über die W600. Das ist eine Stahldrohne. Und in China ist das Hauptziel dieser Drohnen, Geheimdienstinformationen zu sammeln. Also Aufklärung zu betreiben, wie es andere vielleicht nennen mögen. Nun, wir wissen, dass in den USA auch Angriffe mit Drohnen geflogen werden, in Pakistan und in anderen Gebieten. Aber China hat dieses Ziel derzeit nicht. Eine Drohne kann natürlich auch militärisch eingesetzt werden bei uns, aber wir haben in China sehr viel Geld dafür ausgegeben. Wir wollen keinen Krieg führen und dabei Drohnen einsetzen. Wir wollen
unsere Ernte überwachen. Wir wollen hier auch entsprechende Erdbeben vorhersagen etc. Hauptsächlich um Zivile, den zivilen Gebrauch von Drohnen. Aber China, soweit ich informiert bin, gehört auch zu den Ländern, die Drohnen haben, die bewaffnet sind. Sure. Ja, natürlich. Wir haben ein entsprechendes Programm. Wir haben entsprechende Drohnen in unserer Armee, ja. Aber wie auch andere Hightech-Waffen haben wir auch diese Technologie. Aber wir können es uns nicht leisten, die gesamten Drohnen auszustatten und zu bewaffnen. Wir haben wahrscheinlich die größte Armee weltweit, mehr als 2 Millionen Soldaten im Militär. Aber wir haben begrenzte Energie und begrenztes Geld, um entsprechende High-Tech-Geräte zu kaufen und zu erwerben. Wir haben die Technologie, aber es sind nur wenige von diesen Drohnen bewaffnet. Zieht sich also auf die finanziellen Mittel. Sure. Ja, natürlich. Es ist ja dann doch schon eine Investition in bewaffnete Drohnen auch zu investieren, wenn die Mittel ja eigentlich eher begrenzt sind. Dennoch die Frage, welches wären denn die Szenarien für China, das ja nun über Jahre hinweg auch immer behauptet hat und auch darauf besteht, dass es einen harmonischen Aufstieg im Sinn hat. Welches wären denn die Szenarien, in denen China sich gewogen fühlen müsste, drücken wir es mal ganz vorsichtig aus, gewogen fühlen müsste, Drohnen auch in bewaffneter Form einzusetzen? Also welche Art von Konflikt wäre das denn? Nun, dass China aufsteigt, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. China ist vielleicht wohlhabender geworden und reicher. Wir haben mehr Einfluss, als wir in der Vergangenheit hatten. Aber wenn man China und andere Länder vergleicht, insbesondere mit den westlichen, gut entwickelten Ländern, dann müssen wir noch ganz viel erreichen und haben noch einen langen Weg vor uns. Hightech, Drohnenentwicklung insbesondere wären hier anzusprechen. Nun, es gibt eine riesige Kluft zwischen China und den entwickelten Ländern, wenn es um diese Dinge geht. Das heißt, unser strategisches Ziel ist es, wie kann ich das sagen, Dinge in ein bestimmtes Gleichgewicht zu bringen. Wir haben diese Technologien, ja. Welche Art von Szenarien wir uns für den Einsatz von bewaffneten Drohnen vorstellen können. Aber vielleicht zuerst an Sie, Herr Dombrovskis, auch hier. Die USA setzen Drohnen ein und sie setzen Drohnen in höchst unterschiedlichen Situationen ein. In Afghanistan, also im Rahmen eines nicht internationalen bewaffneten Konflikts, aber auch an Orten wie Pakistan oder Jemen. Nehmen wir doch mal die Frage nochmal auf, die Ralf Füchs eben vorhin auch gestellt hat. Ist es so, dass Drohnen tatsächlich die Militarisierung von Konflikten erleichtern? Wenn wir uns gerade Pakistan anschauen, die werden dort eingesetzt, wo Soldaten nicht hinkommen und wo man übrigens danach auch den Kollateralschaden, der unter Umständen verursacht wird, nicht richtig verstehen kann oder nicht richtig, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, assessen kann, also ein Assessment machen kann. Wo sehen Sie die strategischen Vorteile des Einsatzes von Drohnen? Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich im Namen von mir selbst spreche, als privater Bürger der USA, nicht im Namen der Regierung. Nun, die Frage in Bezug auf die Drohnen ist vielleicht ein bisschen irreführend, die Sie gestellt haben. Denn wir müssen, wenn es um Drohnen geht, in einem breiteren Kontext denken. Drohnen sind einfach nur ein Instrument von vielen, die wir einsetzen im Krieg. Artillerie, Luftwaffe, Raketen, Panzer, all diese Dinge, die wir aus den Kriegen, aus den Filmen und Büchern kennen. Also, Drohnen müssen in einem breiteren Kontext gesehen werden. Wenn man das nicht tut, dann versteht man das Problem nicht richtig. Dann hat man wahrscheinlich mehr Angst, als nötig ist. Nicht, weil die Drohnenattacken nicht gefährlich wären, dass sie nicht Leute umbringen würden, einfach weil es
weil sie Teil eines größeren Systems sind. Nun, die Kriegsführung, wie wir Kriege führen, das ist ja eine Frage der Entscheidung. Wir in den USA, wahrscheinlich gilt das auch für die westlichen anderen Länder, treffen dies als Teil eines demokratischen Prozesses. Und diese demokratischen Prozesse führen uns in ähnliche Richtungen. Die Drohne ist ein Instrument. Sie war viel in den Medien, sie wurde eingesetzt im Kampf gegen den Terror. In Afghanistan hat sie eine wichtige Rolle gespielt. Aber wenn man sich nur darauf konzentriert, ist das irreführend, denn es ist immer noch nur ein kleiner Teil des militärischen Budgets. Drohnen machen nur einen kleinen Teil der Feuerkraft aus, meines Militärs, Ihres Militärs, der NATO. Das heißt, ich würde gerne, dass wir das in einem breiteren Kontext diskutieren. Es ist ein Instrument, das von Menschen kontrolliert wird, von Gesetzen geregelt wird, von Institutionen. Aber nochmal, kontrolliert von Menschen. Das militärische Mittel, sondern auch den Einsatzort reden. Es gibt ja durchaus auch unter Völkerrechtlern eine recht tiefe und recht heftige Debatte darüber, wo man sie einsetzen kann. Denn sie sind ein militärisches Mittel, auch wenn wir gesehen haben, dass sie in den zivilen Bereich proliferieren können. Oder um es nochmal genauer zu sagen, wenn sie in Pakistan oder in Jemen eingesetzt werden, haben wir es hier mit einem militärischen Mittel zu tun, das in einem Nicht-Kriegsgebiet eingesetzt wird. Sehen Sie das als problematisch? Wenn die Frage an mich geht, muss ich ganz vorsichtig antworten. Denn hier geht es ja um ganz spezifische Dinge, nämlich wo finden die Angriffe statt, wer führt einen Angriff aus und unter welchen Bedingungen. Das heißt, es ist relativ klar, wenigstens bei unserem Militär und der Sicherheitsgemeinde, dass Drohnen eingesetzt werden, um Soldaten vor Ort zu schützen. Dass Drohnen eingesetzt werden, um potenzielle Terroristen anzugreifen, je nachdem, wo sie sind. Das kann natürlich sehr kontrovers sein. Wer betreibt die Drohne? Wer ist zuständig für den Einsatz? Das macht natürlich einen Unterschied und das ist natürlich wichtig zu wissen. In den USA gibt es da entsprechende Debatten. Diese werden nach wie vor geführt. Der Präsident hat sich eingeschaltet, der Kongress hat sich eingeschaltet. Ich würde einfach nur sagen, dass wenn es um Drohnenangriffe geht, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Soldaten in einem Kampf, die geschützt werden von Drohnen, das scheint rechtmäßig zu sein. Wenn Drohnenangriffe, also diese Signaturangriffe, gefahren werden in einem Nichtkriegsgebiet, dann ist das natürlich schon ein bisschen problematisch. Aber wir müssen uns immer die spezifischen Eigenschaften eines bestimmten Falles anschauen. Spezifischer sein, weil darum geht es ja auch, und das ist ja etwas, was die Öffentlichkeit hier in Pakistan, in anderen Orten, aber auch in Teilen Amerikas eben so aufbringt und die Drohnendebatte ja auch sehr beeinflusst. Und das ist, wenn Drohnen eingesetzt werden im sogenannten Krieg gegen den Terror, werden sie an Orten eingesetzt, in denen nach humanitärem Völkerrecht gar kein bewaffneter Konflikt stattfindet. Wenn ich es jetzt mal übertreibe, würde ich sagen müssen, dann kann ich aber auch eine F-16 in der Fußgängerzone von Düsseldorf einsetzen, um gegen die Sauerlandzelle, eine terroristische Zelle, vorzugehen. Wir würden das als nicht gerechtfertigt betrachten. Also ganz klare Frage. Dürfen Ihrer Ansicht nach Drohnen, und dann ist es vollkommen egal, ob ich Drohnen oder Flugzeuge einsetze, in einem Nicht-Konfliktgebiet eingesetzt werden, unter dem Vorwand des Krieges gegen den Terror? Ich glaube, das ist eine Frage, die internationale Anwälte hier beantworten sollten. Ich glaube, es gibt ein entsprechendes Panel hier morgen. So. Es ist ja Ihre Privatmeinung. Nun, ich beantworte das folgendermaßen. Wie gesagt, in einer demokratischen Gesellschaft, auch wenn Fehler gemacht werden, wenn es Uneinstimmigkeiten gibt in Bezug auf den Nutzen von Militär, wenn all dies an die Oberfläche kommt, dann müssen wir vertrauen, dass unsere Repräsentanten und unsere Vertreter in der Politik Maßnahmen, rechtliche Maßnahmen einleiten werden, um
Dinge zu rechtfertigen, denen wir vielleicht nicht zustimmen. Das heißt, der politische Prozess ist dafür verantwortlich. Mal so wie eben. Wir behalten diese Frage mal im Hinterkopf und sagen, wir haben jetzt schon zwei offene Fragen, die wir dann vielleicht auch im erweiterten Panel auch mit Sie, mit Ihnen hier noch erörtern wollen. Das eine ist, welche Szenarien würde es geben im Fall Chinas, um die schon vorhandenen bewaffneten, unbemannten Systeme einzusetzen? Und das zweite ist, wenn es um Fragen des Völkerrechts geht, ist es tatsächlich eine Frage, die im politischen Prozess erörtert werden muss oder muss es da auch politische Initiativen geben? Das ist ja durchaus etwas, was diese Tagung hiermit begleiten wird. Herr Dicko, an Sie eine ganz simple, geradezu peinlich banale Frage. Wozu braucht die Bundesrepublik Drohnen? Zuerst einmal, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich einen Disclaimer benutzen muss. Dürfen Sie? Der ist aber ganz einfach. Also ich bin hier als Wissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik. Meine Verwendung sozusagen bis Ende nächster Woche bei der BAKS, bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, hat damit jetzt erstmal nichts zu tun. Ja gut, Toni Kroos war auch mal in Nürnberg ausgeliehen, war aber in Bayer, also das ist okay. Ansonsten, also ich fühle mich als Wissenschaftler hier. Wozu braucht die Bundeswehr Drohnen? Zuerst einmal, um Aufklärung zu betreiben. Und dann, zumindest ist das die offizielle Position des Verteidigungsministeriums und ein Stück weit auch der Bundesregierung, um etwas zu machen, was sich Close Air Support nennt. Also Luftunterstützung in einem Einsatzszenario, wie wir das in Afghanistan haben. Und zwar genau zu dem Zweck, dass man gleichzeitig beobachten und wirken kann. Das Problem im Moment ist mit den eingesetzten Drohnen Heron 1 der Bundeswehr, ist, dass sie nicht bewaffnet sind und dass sie im Zweifelsfalle zwar beobachten können, wenn zum Beispiel eine Patrouille aus dem Hinterhalt angegriffen wird, aber eben nicht einschreiten können, dann muss die Luftunterstützung angefordert werden. Das dauert eine Zeit, möglicherweise eine halbe Stunde, manchmal sogar länger. Man ist abhängig davon, dass einem befreundete Nationen diese Luftunterstützung bieten, und mit einer bewaffneten Drohne wäre das jetzt nicht mehr der Fall. Das ist sozusagen die offizielle Lesart, warum die Bundeswehr bewaffnete Drohnen beschaffen will. Und Ihre inoffizielle Lesart? Meine inoffizielle Lesart ist, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Mein Gefühl dabei ist, dass das eine Diskussion ist, die innerhalb der Bundesregierung sehr stark bezogen ist auf das Afghanistan-Szenario, was ein spezielles Szenario ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite natürlich ist ein Szenario, dass die Bundeswehr ab 2014 Ende wahrscheinlich verlassen wird, zumindest mit den kämpfenden Truppen. Und man sich dann nochmal eigentlich jetzt darüber unterhalten müsste, was sind denn die generellen Szenarien für den Einsatz von bewaffneten Drohnen? Bleiben wir mal bei den bewaffneten, unbemannten Systemen, denn die sind ja das größere Problem. Ne? Das ist ja das, worüber wir hier sprechen. Und Sie hatten das Stichwort eben schon genannt, das Afghanistan-Szenario. Hier haben wir ja völkerrechtlich überhaupt eigentlich nicht das geringste Problem, denn selbstverständlich dürfen in einem klaren, völkerrechtlichen, nicht internationalen bewaffneten Konflikt wie Afghanistan diese Mittel eingesetzt werden, sofern die militärischen Führungskräfte eben finden, dass das richtige taktische oder auch strategische Mittel ist. In dieser Annahme liege ich recht, hätte früher Guido der Ratefuchs gefragt. So, aber das Afghanistan-Szenario ist ein besonderes Szenario, denn hier befinden wir uns mit einem Mandat in eben diesem Konflikt. Können Sie sich denn gerade im Hinblick auf den Abzug aus Afghanistan Szenarien vorstellen, in denen die Bundeswehr sagen muss, es wäre schon ganz gut, wenn wir über dieses Mittel verfügten, weil es durchaus vorstellbar ist, dass wir weitere Einsätze haben werden, in denen bewaffnete, unbemannte Systeme ein gutes technisches Mittel sind? Ich kann sie mir im Augenblick nicht so richtig ganz vorstellen, denn Krieg gegen den Terror fällt ja, was Deutschland betrifft, vollständig aus. Das ist auch so formuliert von allen möglichen Seiten. Aber welches wären denn dann tatsächlich die Szenarien, mit denen wir es zu tun hätten, im Zweifelsfall? Im Grunde genommen sind alle Szenarien, die so einen stark asymmetrischen Charakter haben, dafür geeignet. Es gibt ja gewisse technische Voraussetzungen, wie diese Drohnen im Moment eingesetzt werden können.
Also muss ich das vorstellen, eine Drohne wie die Heron 1 ist im Prinzip ein Lastensegler, ein motorisierter, er fliegt sehr langsam, ist ein großes Ziel, sehr leicht angreifbar, insbesondere beim Start und bei der Landung. Das heißt, man kann diese Systeme, wie wir sie jetzt haben, nur einsetzen, wenn der Luftraum gesperrt ist und unter eigener militärischer Kontrolle. Und das trifft fast ausschließlich auf diese asymmetrischen Szenarien zu, wo also eine technologisch überlegene Armee gegen in irgendeiner Weise einen Aufstand oder eine Aufstandsbewegung kämpft. Aber also, die Bundeswehr wäre doch nur dann tatsächlich damit auch am Werk, wenn sie in einem mandatierten Einsatz sich befindet. Das heißt, wir sprechen nicht von einfach asymmetrischen Konflikten, sondern sie müsste sich in einem mandatierten Einsatz ohnehin befinden. Korrekt, absolut. Lassen Sie mich nochmal auf den Punkt zurückkommen, den ich Peter Dombrowski gerade gefragt habe. Erstmal, was tatsächlich die Möglichkeit der Militarisierung des Konfliktes betrifft. Wir sprechen deshalb von größeren technischen Möglichkeiten, weil natürlich die Natur des Krieges immer die ist, die eigenen Soldaten möglichst zu schützen, während man die anderen möglichst großen Schaden, also die feindlichen Kräfte möglichst großen Schaden aussetzt. Das Ziel des Krieges ist ja eigentlich, eine technische Asymmetrie auch herzustellen. Das ist ja eine taktische Zielsetzung, würde ich mal sagen. So. Aber kann es denn tatsächlich sein, dass Konflikte, und jetzt gleich nochmal die Frage an Sie, Herr Dicko, dass Konflikte tatsächlich stärker militarisiert werden, weil Technologien zur Verfügung stehen, die die eigenen Soldaten sehr viel besser schützen, weil sie sie eben nicht gewissermaßen im alten Sinn an die Frontlinie schicken, weil sie von woanders zu steuern sind, weil sie, nehmen wir mal das Beispiel Pakistan, einen Konflikt in abgelegene Gegenden hineintragen, in denen man militärisch operieren kann, obwohl man dort gar keine Boots on the ground hat, und das aus gutem Grund, geografischen Gründen, politischen Gründen und so weiter. Sehen Sie diese Gefahr als vorhanden? Also ich glaube, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Wenn man sich mit den Militärs dieser Welt unterhält, dann stellt man eine gewisse Begeisterung für die Drohnen fest, aber keine überschwängliche. Also es ist ein wirksames Mittel, aber da ist jetzt nicht das Gefühl, dass sie sozusagen die Revolution darstellen. Ich glaube, die Revolution ist eher im politischen Sinne. Also der Kommandeur vor Ort ist froh, dass er die Aufklärungsmöglichkeiten hat, dass er möglicherweise auch mal eine Waffe einsetzen kann, weil er sie einfach schneller vor Ort hat. Er kann beobachten und gleichzeitig wirken, wie das so schön heißt. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass es sozusagen in der Politik eine Veränderung bewirkt. Und der Drohnenkrieg, vor allen Dingen der CIA in Pakistan, ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis darauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die amerikanische Luftwaffe dieses mit F-16 so machen würde, wie die CIA das jetzt in Pakistan durchführt. Also insofern glaube ich, neben sozusagen der taktischen und operativen Ebene, wo zukünftige robotische Systeme eine größere Rolle spielen, ist, glaube ich, die politische Ebene, wenn wir jetzt uns mal auf die bewaffneten Drohnen konzentrieren, entscheidend. Und da sehe ich durchaus eine Veränderung, die sich allein daran festmacht, dass das erste Argument für den Einsatz von Drohnen immer ist, dass sozusagen das Leben der eigenen Soldaten geschützt wird. Und das ist eindeutig eine politische Argumentation. Das ist eine Argumentation, die ausgerichtet ist auf das eigene Land, auf die Bevölkerung im eigenen Land. Ich meine, die Militärs sind dazu da, Kriege zu führen, und sie nehmen qua Definition in Kauf, dass es dabei Opfer gibt. Es ist eben Militär und nicht eine Polizei. Und ich glaube, da liegt wirklich ein politischer Kern. Herr Dombrowski, dann nochmal die Frage direkt an Sie. Ist es ein Problem sowieso, dass es nicht das Militär ist, sondern ein Geheimdienst, namentlich der CIA, der tatsächlich Aktionen mit Drohnen unternehmen darf? Soweit ich weiß, hat Präsident Obama angekündigt, dass er das etwas einschränken würde. Aber ist das alleine genommen schon ein Problem, dass hier Aktionen eigentlich vom Geheimdienst gestartet werden, die im Grunde genommen ganz militärische Angelegenheiten sind? Okay. Um einmal mit der Ausgangsfrage zu beginnen und noch einmal darauf zurückzukommen, was Sie, Herrn Dicko, gefragt haben. Zunächst einmal ist es unklar, dass diese neuen Systeme zur Militarisierung der Konflikte führen würden, mehr als andere Systeme.
denn die Anwendung von Gewalt beim Töten und getötet werden ist immer etwas Ernstzunehmendes, eine schwerwiegende Entscheidung für jede Regierung, auch meine eigene. Und was da interessant ist bei den Drohnen, ist, dass sie einige taktische und einsatzbezogene Vorteile zeigen, die andere Systeme nicht aufweisen. Zum Beispiel könnte man Flugkörper benutzen, um die Bösen sozusagen irgendwo anzugreifen, wenn man die so nennen mag. Und die sind heute sehr präzise und sie haben auch einen zerstörerischen Effekt und sind wirkungsvoll. Aber ein Flugkörper, eine Rakete, braucht eine gewisse Zeit, um abgeschossen zu werden. Und die Entfernung zwischen der Rakete und dem Ziel ist relativ weit, sodass die Ziele sich auch weiter bewegen können. Und die Drohnen können allerdings beobachten und studieren und berichten und können vielleicht sicherstellen, dass sich die Guten noch entfernen können von den Bösen und so weiter. Also in der Theorie haben die Drohnen taktische Vorteile im Vergleich zu anderen ferngesteuerten Systemen, bemannt oder unbemannt. Und das ist die Rolle der Drohnen und das ist wichtiger als die Militarisierung des Konfliktes. Der Konflikt ist militarisiert für andere Zwecke und die Drohnen können vielleicht dazu beitragen, wie die Einsätze ausgeführt werden, aber nicht zur Militarisierung per se, meiner Meinung nach. Vorteil von Drohnen, den kann ich ja sehr gut verstehen, aber trotzdem nochmal die Frage, entschuldigen Sie, dass ich da so insistiere, hätten die USA den Krieg gegen Taliban, gegen Terroristen oder wie man auch immer sie nennen will, in ein Gebiet wie Pakistan getragen, gerade in die schwer zugänglichen Stammesgebiete Nordwaziristan und andere, allein schon geografisch schwer zugängliche Gebiete, hätte es nicht über die Technologie der Drohnen verfügt. Ich meine, klar, man kann da auch mit einer F-16 rein, aber mit der Drohne, das ist, die liefert mehr Bilder, die liefert mehr Aufklärungsmaterial und sie können in Gebiete rein, die aber kein, und ich sage das jetzt nochmal, die aber kein Kriegsgebiet ist, für die es militärisch gesehen auch kein Einsatzmandat gibt von irgendeiner Sorte. Hat die Technologie in diesem Fall, ähnliches auch im Jemen, dann nicht doch tatsächlich nachgeholfen, dass dort militärische Aktionen mit einer größeren Leichtigkeit durchgeführt werden können, im Großen und Ganzen auch getarnter beispielsweise, als wenn man, ein F-16 ist ja nun kein kleines Gerät, als wenn man nicht über diese Technologie der Drohne mitsamt ihren Aufklärungsmöglichkeiten und ihren Einsatzmöglichkeiten verfügen würde. Meine ganz einfache Antwort ist, dass politische und militärische Entscheidungen gefällt werden, um gegen den Terrorismus in Afghanistan, in Pakistan, in Jemen vorzugehen, auf den Philippinen oder in einem anderen Land. Und diese Möglichkeit wird in Betracht gezogen, ob jetzt nun Drohnen zum Einsatz kommen oder nicht. Da kann man natürlich auch andere Systeme, wie zum Beispiel Soldaten am Boden, einsetzen und Drohnen oder Techniken oder Instrumente, wenn der politische Wille dazu da ist und wenn der Bedarf dazu besteht, dann hätten sie wahrscheinlich auch andere Waffen oder Systeme erlebt. Jeder hat den Film über Bin Laden gesehen und wenn Sie die Filme darüber und die Bücher darüber gelesen haben, dann gab es da verschiedene Optionen, Bin Laden zu ergreifen, auch einen Raketenangriff zum Beispiel. Und die Entscheidung fiel aber aus taktischen Gründen, aus politischen Gründen, eben selbst vor Ort mit Soldaten dorthin zu gehen. Und das hätte auch möglich sein können, dass Drohnen zum Einsatz gekommen wären. Drohnen sind ein Instrument von vielen und das ermöglicht natürlich einiges, was effizienter vonstatten gehen kann als andere Systeme, aber es ist doch nichts so Einzigartiges, sodass es wert wäre zu sagen, dass Sie dafür verantwortlich sind für die Militarisierung der Konflikte von den USA. Ich Ihnen die Frage nicht ganz ersparen würde, ich würde jetzt doch noch mal gerne drauf zurückkommen und fragen, welches wären für strategisches Denken in China die ausschlaggebenden Szenarien, in denen man auf diese Art von Militärtechnik, sprich unbemannte Drohnen, zurückgreifen kann. Wir kommen dann nachher auch gleich nochmal auf Cyberangelegenheiten, das kommt schon auch noch. Also in welchen Szenarien wäre der Einsatz bewaffneter Drohnen für China tatsächlich denkbar, wenn man sie denn schon hat und wenn sie doch auch schon teuer sind?
Ja, das ist wirklich eine schwere Frage für mich. Ich glaube, dass China natürlich Technologien hat und Sie würden vielleicht denken, dass das Kopien ihrer Technologien sind, aber China entwickelt sich ja noch und wir bemühen uns noch etwas zu lernen und auch im Ingenieurwesen weiterzukommen, um unsere eigenen militärischen Waffensysteme zu entwickeln. Und bei diesen Waffensystemen lernen wir viel von Russland und sie lernen ja von den USA. Und strategisch benutzen wir diese Waffen, um sie einzusetzen als Ausgleichsinstrument. Und Sie haben ja bereits erwähnt, dass China friedlich aufgestiegen ist. Und wir nennen das auch friedliche Entwicklung. Und Deutschland und andere Länder können diese Waffen natürlich auch entwickeln. Und so haben wir auch das Recht, unsere Waffen zu entwickeln. Und das bedeutet nicht, dass wir sie dann einsetzen werden gegen ein bestimmtes Land. Und wir haben sie auch noch nie zum Einsatz gebracht. Die USA ist das erste Land, das diese Waffen für Schläge benutzt hat. Und vielleicht können wir sie oder werden wir sie in der Zukunft einsetzen. Aber ich denke persönlich, man wird sie zum Einsatz gegen Terroristen einsetzen. Wir haben ja auch vielfach von Terroristenanschlägen in China gelitten, in einigen sensiblen Gebieten. Und vielleicht haben wir ein anderes Verständnis auch dieser Menschen, aber wir haben es ist noch nicht zum Einsatz gebracht. Vielleicht wird das in der Zukunft noch so sein, ich weiß es nicht. Robin Nuripur, kommen Sie doch mal rauf zu uns. Wir erweitern jetzt mal ein bisschen. Und jetzt möchte ich doch gerne auch noch mal, weil wir doch bei den Szenarien sind, jetzt möchte ich doch gerne noch mal an Sie die Frage stellen, wie tatsächlich die Einsatzszenarien in Deutschland aussehen würde. Die Grünen haben ja, und das muss man ja Ihnen immer wieder sagen, schwer geblutet für die Entscheidungen, tatsächlich Bundeswehreinsätze auch außerhalb von NATO-Gebiet zu haben. Die Grünen haben den Afghanistan-Einsatz immer mitgetragen und jetzt würde ich doch gerne mal auch von den Politikern hören wollen, wie die Einsatzszenarien tatsächlich aussehen sollte. Gleiche Frage also an Sie. Wozu brauchen wir Drohnen? Was sind der taktische und der strategische Vorteil, den wir uns mit Drohnen im Zweifelsfall verschaffen sollten? Herzlichen Dank für die Frage und für die Antwort. Toni Kroos, soll ich sagen? Nein, nicht Toni Kroos. Toni Kroos war nach Leverkusen ausgeliehen, nicht nach Nürnberg. Ich will ihm schnell den Toni Kroos wegnehmen. War mir jetzt wichtig. Wir haben sehr lange die Frage diskutiert der bewaffneten Drohnen. Ich rede nur über die bewaffneten Drohnen, nicht über die Aufklärungsdrohnen. Und wir haben auch Parteitage, mehrere, damit beschäftigt und sind zum Ergebnis gekommen, dass die Bundeswehr keine Kampfdrohnen braucht. Wir sehen auch bestimmte taktische Situationen, in denen man darüber reden kann, dass das Sinn machen kann. Aber die zentralen Fragen, die sind alle für uns nicht diskutiert. Und die Veränderungen, die kommen würden, die potenziellen Risiken, die Veränderungen der Kriegsführung durch die unbemannten Systeme sind teilweise sehr gravierend. Ich will auf ein, zwei Aspekte nochmal eingehen, die bisher noch nicht gefallen sind. Ein Aspekt ist, dass natürlich es so ist, dass sehr viele Einsätze von Kampfdrohnen theoretisch vergleichbar sind mit F-16, mit Kampffliegern. Aber worüber man auch mal reden muss, ist, wie hoch eigentlich die posttraumatische Belastungsstörung ist bei den Piloten von Kampfdrohnen. Die ist deutlich höher, meines Wissens, in den Nationen, in denen die auch tatsächlich eingesetzt werden, deutlich höher als die Belastungen, die Kampfpiloten haben. Der Grund dafür ist relativ einfach, die haben deutlich klare Bilder vor sich. Die sehen sehr viel genauer die Gesichter derjenigen, die sie auch gleich beschießen werden. Das ist natürlich eine Geschichte, die man nicht einfach beiseite schieben kann. Also das, was das für die Soldaten bedeutet. Darf ich an der Stelle mal gleich einhaken, weil ja oft das Argument ist, dass damit das Töten sehr viel leichter würde. Jetzt mal ganz rundheraus gefragt, und das können Sie natürlich nicht wissen, Sie sind nicht derjenige, der dort sitzt und im Zweifelsfall über, soweit ich das verstehe, auch eine Kette von Einsatzbefehlen, Rückkopplungen und so weiter. Das wird ja nicht einfach mal so gesagt, drücken Sie mal auf den roten Knopf. Dass es eben doch, dass diejenigen, die am Steuerknüppel sind, das schon sehr klar ist, dass das ist kein Videogame.
Also das, was Sie hier gleich machen, bringt ein Leben, einen Menschen zu Tode. Dieses Szenario, Vater bringt Kind nach dem Frühstück in den Kindergarten, kommt zurück, setzt sich dann Rechner, lockt sich ein und bedient einen Joystick, das wird es nicht geben, das sehe ich nicht. Was aber richtig ist, ist, dass die Hemmschwelle vor allem bei den politischen Entscheidungen ganz anders sein wird. In dem Augenblick, in dem ein Verteidigungsminister nicht mehr erklären muss, dass es Zinksärge gibt, die zurückkommen, ist es natürlich deutlich einfacher zu sagen, na gehen wir halt da rein. Und das ist natürlich eine weitere Diskussion, die man zwingend führen muss, wenn man über die Kampfdrohnen tatsächlich spricht. Ich würde ganz gerne mal an dieser Stelle auch im Publikum fragen, ob es denn hier Fragen gibt. Es gibt Mikrofone im Publikum, weil wir würden Sie natürlich sehr gerne mit einbeziehen. Ich habe hier vorne eine und hier vorne eine. Lassen Sie uns die zwei Fragen mal nehmen. Bitte seien Sie auch so nett und hier gleich noch eine. Noah Sharkey, Sie sind gleich auf dem Publikum. Ich hole Sie gleich rauf. Bitte seien Sie so nett, fassen Sie sich kurz und es wäre schön, wenn Sie Ihre Fragen direkt an einen der Panelisten stellen würden. So, die erste Frage geht direkt hier in die erste Reihe und zwar nicht nur, weil ich es hier besser sehe, sondern weil es tatsächlich die erste Hand war, die hochging. Stellen Sie sich kurz vor und dann die kurze Frage. Yes, thank you. I'm Daphne. Ich heiße Daphne und ich bin Beraterin bei Human Rights First in New York. Meine Frage geht an Peter Dombrowski. Sie sprechen hier über die USA und da wir ein demokratisches System haben, würde das Drohnensystem so betrieben werden als Ausdruck des politischen Willens der Amerikaner. Ich habe damit ein Problem, nämlich, dass es so geheim vonstatten geht durch die CIA oder durch die Spezialeinsatzkräfte und durch das Militär, sodass die Öffentlichkeit in der USA überhaupt nicht informiert ist darüber, wie das Ganze funktioniert. Und man weiß, man hat da eigentlich keine politische Rechenschaftspflicht oder ob es politischen Willen gibt. Und man riskiert dann auch nicht die US-Truppen und die Opfer sind nur Leute, von denen die Amerikaner nichts wissen. Und es gibt auch keine Aufteilungen ziviler Opfer. Ich möchte die Frage gleich aufnehmen, ja. Also bessere Transparenz wäre natürlich gut, da bin ich Ihrer Meinung. Und mehr Aufmerksamkeit vom Kongress und von den Gerichten wäre notwendig. Ich denke, Ihre Frage ist gerechtfertigt. Der demokratische Prozess ist langsam, die Mühlen mahlen langsam und es ist manchmal schmerzhaft und es ist nicht immer gut oder nicht immer leicht, die richtige Entscheidung gleich beim ersten Mal zu fällen. Und es wäre wunderbar, wenn mehr Offenheit an den Tag gelegt werden würde von der Obama-Regierung und auch von vergangenen Regierungen, wäre das gut gewesen. Geht es da nur um die Geschwindigkeit oder auch um die Offenheit des Prozesses? Denn per Definition müssen ja manche Entscheidungen wahrscheinlich in einer kleineren Gruppe getroffen werden. Aber dennoch, wenn ein Krieg in Pakistan vonstatten geht, abläuft, muss da nicht eine breitere Entscheidung getroffen werden? Da geht es nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern auch um die Offenheit der Sache. Ich möchte das ganz klarstellen. Soweit ich das verstehe, befinden wir uns nicht im Krieg mit Pakistan. Pakistan ist ein Verbündeter der USA und vieles, was im Grenzgebiet sich abspielt bei Afghanistan, ist im Wissen der pakistanischen Regierung getan worden. Und natürlich sind wir nicht im Krieg mit Pakistan. Es gab militärische Aktivitäten und wie ich das verstanden habe, sind die meisten Einsätze mit dem Wissen und der Zustimmung der pakistanischen Regierung vonstatten gegangen. Vieles von dem, was in Pakistan stattfindet, findet mit dem Wissen der pakistanischen Regierung statt? That's what I believe. Ja, das denke ich, dass das Press Board sagen würde. Relevant, ob es jetzt sozusagen geheimdienstlichen Informationsaustausch gibt. Die legitimen Autoritäten in Pakistan protestieren dagegen und sagen, dass sie das nicht wollen. In dem Augenblick, in dem also eine offizielle Genehmigung Pakistans nicht vorliegt, ist das einfach ein Bruch mit dem Völkerrecht, weil die territoriale Souveränität des Landes verletzt wird. Das Zweite aber ist, und das ist doch deutlich relevanter, finde ich, ist die Tatsache, dass es ja eine Policy gegeben hat immer, zu sagen, wenn wir einen Terroristen identifiziert haben, dann sind alle Männer in seiner Umgebung, die volljährig sind, die erwachsen sind, genauso Terroristen. Das hat nicht nur nichts mit den Rechtsstaatlichkeitsprinzipien, wie ich sie zumindest wie ich glaube, wir sie in Europa verstehen, zu tun, sondern es gibt ja auch haufenweise Studien, die zeigen, dass es ein Akquise-Generator für Taliban und andere terroristische Gruppen, um ein Narrativ aufzubauen, David gegen Goliath,
was massiv dazu führt, dass sie einfach, gerade weil es diese Drohnenattacken gibt, sie neue Leute akquirieren können. Und jenseits der Frage der Rechtsstaatlichkeit und unter das Völkerrecht halte ich das für sicherheitspolitischen Irrsinn, das weiterzumachen, wie es dort passiert, weil einfach sozusagen die Hydra weiterhin gefüttert wird. Das hat aber jetzt nicht so viel mit der Technisierung zu tun oder am Rande mit der Technisierung zu tun, weil diese Mittel zur Verfügung stehen, sondern eigentlich eher mit den politischen und den völkerrechtlichen Hintergründen. Und selbstverständlich wird es morgen auch noch mal ein ausführliches Panel geben, auch zu völkerrechtlichen Fragen. Wenn ich einen Satz dazu sagen darf, ich glaube schon, wenn man dazu darüber nachdenkt, neue Technologien einzuführen, im 21. Jahrhundert, wo es dann noch Kommunikationstechnologien anderer Art gibt, dann ist es zwingend notwendig, dass man darüber redet, was das eigentlich in der Kommunikation bedeutet, dass ich diese Technologie einführe. Wie erkläre ich, dass ich das tue? Was bedeutet das? Wie nimmt es die andere Seite auf? Wie wird die andere Seite damit umgehen? Also das ist natürlich so, dass wir in Afghanistan auch eine mediale Schlacht haben mit den Taliban. Und natürlich ist die Frage, wer ist die Zielgruppe? Und wenn ich das völlig vernachlässige und einfach immer nur mich hinter meiner Technologie verstecke, dann nochmal führt es dazu, dass die anderen es einfacher haben, dass die Terroristen es einfacher haben oder der Gegner es einfacher hat, Leute zu akquirieren. Also das, was wir vorhin hatten, die klassische Frage, was sind die Ziele meines Krieges, wie erkläre ich sie, wie legitimiere ich sie? Wir hatten hier noch zwei Fragen, die ich gerne aufnehmen wollte. Eine hier, die Dame in der zweiten Reihe ganz hier am Mittelgang. Und dann geht das Mikro über an den Herrn im grünen Hemd. Und dann gehen wir erstmal hier weiter auf dem Podium. Danke. Ja, die Frage geht an Herrn Dombrovski. Wenn Sie sich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist von Bonewski. Ja. Also ich finde die Argumentation am Anfang, dass Sie sagten, Sie sind als Privatmensch hier, absolut für mich unehrlich. Sie reden hier eigentlich wie ein Diplomat. Keine klaren Antworten. Auf der anderen Seite erklären Sie etwas, was für mich weder mit Menschenrechten oder sonst was zu tun hat, sondern mit Menschenjagd. Man kann genau verfolgen, wo man den im Visier hatte, wo er sich befindet. Das ist für mich eine Menschenjagd. Bitte? Ich habe nichts gesagt. Ich wollte nur vielleicht an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, bleiben wir bei der Technologie. Ist es nicht auch so, dass diese Technologie letztendlich nicht dazu führt, die NATO und die UNO abzuschaffen? Das, wenn ich jetzt mal nachfragen darf, das habe ich nicht so richtig ganz verstanden, denn etwas anderes als in einer Kriegssituation auf einen Menschen zu ziehen, tue ich ja auch nicht mit dem Gewehr oder mit dem Flugzeug. Nein, aber die Art und Weise mit den Drohnen, wie man das macht, die bedarf ja überhaupt keines Mandats mehr. Das sehen wir im Jemen, das sehen wir in Pakistan, das sehen wir überall, wenn die Geheimdienste eigentlich militärische Aufgaben übernehmen. Das heißt, aber ja, dann haben wir drei Aspekte, die ich vielleicht an Herrn Dombrovski gebe. Das eine ist nochmal das, was wir vorhin versucht haben zu eruieren. Ist der Einsatz in einem bestimmten Gebiet völkerrechtlich legitimiert? Das zweite ist, führt die Technologie dazu zu einer gewissen Trigger-Happiness? Und das dritte wäre, was ist dann NATO oder UN, das würde ich jetzt ein bisschen weit sehen, aber nun gut, vielleicht können wir es auf die ersten zwei beschränken. Herr Dombrovski, wollen Sie diese ersten zwei noch mal versuchen zu beantworten? Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass die Kollegen diese Fragen nicht bekommen. Die gehen ja immer an mich. Vielleicht haben Sie mich falsch verstanden, als ich etwas unwillig war, sehr klar mich auszudrücken, haben Sie das für Diplomatie gehalten. Aber es geht hier eher um die Art und Weise, wie man sich als Forscher und Analyst verhält. Und die Fragen waren ja schon Vorvermutungen, die gestellt wurden, die man eben weiter eruieren muss. Und wenn man mir eine Frage stellt, die schon Fakten suggeriert, die noch gar nicht auf dem Tisch liegen, dann wäre ich sehr vorsichtig und würde auch keinen Fehler begehen wollen, faktenbezogen oder logisch bezogen. Also bin ich ein bisschen zögerlich in meiner Antwort, nicht weil ich als Diplomat hier spreche oder als Mitglied der amerikanischen Regierung. Ich möchte nur die Grenzen nicht überschreiten dessen, was gemeinhin hier auf dem Panel und im Publikum verstanden wird. Also bin ich sehr vorsichtig dabei. Die einzige Sache, die ich hier zu diesem Gejagten und dem Jagen sagen möchte, ist, was hat uns denn zu diesem Punkt gebracht? Und das kam ja nicht über Nacht. Das ist ja nicht etwas, was uns einfach passiert ist. Magisch oder von Zauberhand.
die Taliban waren Gastgeber für die Al-Qaida und die Al-Qaida hat eine Reihe von Anschlägen verübt in den USA und auch in anderen Ländern. Und viele Leute hier wissen, dass da auch viele ums Leben gekommen sind. Und natürlich ist es eine interessante Frage, wie man die Taliban intelligent stoppt und ob die Drohnenschläge vielleicht mehr Terroristen generieren als das Problem lösen. Das ist eine interessante Frage. Aber der Grund, warum die USA und ISAF und andere Alliierte in Afghanistan sind, liegt darin, dass die Al-Qaida und die Taliban schreckliche Taten verübt hat. Nicht nur Taten gegen Soldaten oder Polizisten, sondern gegen unschuldige Zivilisten. Und das ist der Grund, warum wir da sind. Und natürlich kann man argumentieren, wie gut das alles gehandhabt wurde. Und man kann streiten über die einzelnen Maßnahmen. Und da kann man interessant darüber diskutieren. Aber das ist natürlich kein Fall, wo die USA oder andere Länder gerne diese Maßnahmen ergreifen wollten in einem entfernten Land. Ich denke, das ist etwas sehr Unglückliches für eine Gesellschaft. Eine wichtige Frage, die den Einsatz von bestimmten technologischen Mitteln betrifft innerhalb einer Kriegssituation. Hat Ihrer Einsicht nach der Drohnenkrieg in Pakistan zu solch politischen Schäden geführt, dass der Einsatz einer neuen Technologie, die durchaus Soldatenleben schützen kann und so weiter, wirklich vielleicht, und jetzt formuliere ich es mal sehr vorsichtig, nicht besonders klug ist, von den ganzen völkerrechtlichen und menschlichen Seiten jetzt mal ganz abgesehen. Ist der politische Schaden so groß, dass man es wirklich lieber lassen sollte, Herr Dombrowski, in Pakistan, wenn wir uns da angucken, diese Frage angucken? Ja, ich glaube, dass Drohnenschläge kontraproduktiv waren in vielen Hinsicht, insbesondere diejenigen, die in Pakistan, Jemen und in anderen Gebieten der Welt von Schatten gingen. Und ich kann auch auf die Motivation der Entscheidungsfinder nicht nachvollziehen. Also ich würde diese Schläge reduzieren, wenn ich die Entscheidung treffen dürfte. Denn langfristig und strategisch nützt das der amerikanischen Position und den Koalitionspartnern und Verbündeten nicht. Also ich glaube nicht, dass Drohnenschläge das ideale Mittel sind dafür. Und wir haben natürlich da auch immer weniger Rendite daraus gezogen, um das mal wirtschaftlich zu sagen. Und dann würde ich ganz gerne das Panel noch mal erweitern. Wolfgang Richter, Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe eine Anmerkung zu machen zu der Frage der Senkung der Kriegsschwelle. Und ich richte meine Frage in erster Linie an Omid Nuripur. Also meine erste Bemerkung ist, es gibt, glaube ich, einen Irrtum zu glauben, dass ein Targeted Killing, eine gezielte Tötung von Terroristen, etwas mit einem wirklichen Krieg zu tun hat, auch wenn es immer als Krieg gegen den Terror bezeichnet wird. Es geht hier um eine Geheimdienstoperation zur gezielten Ausschaltung bestimmter Einzelpersonen. Das ist eigentlich kein Krieg und diese Dinge werden meistens auch außerhalb des Militärs gemacht. Sie wurden früher mit Cruise Missiles, mit Jagdbombern, mit Spezialkräften, mit Agenten gemacht und es kommt überhaupt nicht darauf an, ob dabei Drohnen oder Pistolen oder Sprengstoff eingesetzt wird. Das Völkerrechtsproblem ist als solches existent. Zweite Bemerkung. Wenn es um Kriegsführungsfähigkeit geht, dann dürfen wir nicht den Fehler machen, und hier stimme ich ausdrücklich Peter Dombrowski zu, ein einzelnes System, das taktische Wirkungen hat, zu verwechseln mit den strategischen Kriegsführungsfähigkeiten, die wir zu betrachten haben. Es ist eine Menge von allen möglichen Kräften und Systemen und Aufklärungsmitteln und Führungsmitteln und Mobilität und so weiter. Da brauchen wir nicht ins Detail gehen, das ist etwas anderes. Das heißt, ein taktisches Mittel, das verbessert wird, wird diese Kriegsführungsfähigkeit nicht ersetzen. Sie wird auch die Risiken vielleicht in meinem einzelnen taktischen Fall vermindern, das sicherlich, aber sie wird nicht die Risiken des Krieges wegnehmen. Und vor diesem Hintergrund die dritte Anmerkung, die richtet sich speziell an Sie, Herr Nuripur. Wenn es über Entscheidungen um Krieg und Frieden geht, dann haben wir es mit unterschiedlichen politischen Kulturen zu tun. Wir kennen in Deutschland keinen CIA, der eigene Kriegsführungsfähigkeit hat. Diese Kultur haben wir nicht, die wäre verfassungsmäßig gar nicht zulässig. Wir haben eine Parlamentsarmee und die Entscheidung über Krieg und Frieden fällt im Parlament. Und jetzt wundere ich mich, dass Sie als Abgeordneter sagen, Sie befürchten die Senkung der Kriegsschwelle. Sie sind es doch, die darüber entscheiden. Entscheiden Sie jetzt leichter für den Krieg, weil es Drohnen gibt? Oder würden Sie sagen, nein, ich habe die Gesamtrisiken und Vorteile, Nachteile abzuwägen, von der Bündnispolitik bis hin zur Abwehr des Terrorismus oder zur Stabilisierung eines Landes und natürlich auch die Risiken für die eigenen Soldaten.
Und vor diesem Hintergrund werde ich eine vernünftige politische Entscheidung treffen, so wie das die Grünen ja oft gemacht haben, in einem Fall sogar ohne das Mandat des VN-Sicherheitsrats. Das heißt, der Parlamentsvorbehalt gilt. Und ich bezweifle persönlich, aber eigentlich ist das ja Ihre Frage, die Sie beantworten müssen, dass ein Parlamentarier deswegen sich leichtfertiger für den Krieg entscheidet, weil er jetzt eine Drohne zur Verfügung hat, anstatt eines Jagdbombers. Danke. Omid, Sie sind gefragt. Sie haben eine Frage angekündigt, ich habe sie versucht, mir rauszuhören. Also die Frage ist ja, ich spitze jetzt mal zu, die Frage ist, wenn ich jetzt sage, die Hemmschwelle sinkt im politischen Bereich, ist das nicht sozusagen Misstrauensbeweise, sozusagen meinen eigenen, mir selber gegenüber. Die Antwort ist, wenn ich darüber spreche, dann rede ich nicht nur über die Bundesrepublik Deutschland. Aber die Bundesrepublik Deutschland ist ein Akteur mit großer Ausstrahlung im internationalen Umfeld. Wir müssen über ganz viele Dinge reden und ganz viele Facetten reden, und zwar nicht nur über die Situation in Deutschland. Und es gibt nicht so viele Länder, in denen es noch Parlamentsvorbehalte gibt. Aber selbstverständlich ist es so, dass auch einzelne Abgeordnete am Ende im eigenen Wahlkreis, wenn es dort einen Standort gibt, natürlich dann zu einer Trauerfeier gehen und auch natürlich die Frage gestellt bekommen, wofür war das denn eigentlich? War es das wert? Wie hätte es denn anders sein können? Und natürlich ist es so, dass in dem Augenblick, in dem ich dieser fürchterlichen Situation entrinnen kann, es ist grundsätzlich einfacher ist. Nochmal, es geht aber jetzt nicht darum zu sagen, dass das in Parlamentsarmee was Falsches ist. Aber wir haben zum Beispiel die Frage der Proliferation hier nicht diskutiert. Wenn die Iraner behaupten, dass sie eine absolute Hightech-Drohne runtergeholt haben und jetzt mittlerweile entschlüsselt haben, ist es erstmal nicht besonders glaubhaft. Aber das ist alles andere als ausgeschlossen in der Zukunft. Und das heißt, in dem Augenblick, in dem auch etwas, was für die Bundesrepublik Deutschland dann als sagen, Teil der Proliferationsmaschinerie von Relevanz wäre, in dem Augenblick, in dem wir sozusagen die Technologie überall haben, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass immer mehr Länder, auch die, von denen wir eigentlich nicht wollen, dass sie sie haben, diese auch besitzen werden. Sie kennen bestimmt dieses lustige, in Anführungsstrichen, Bild der sogenannten Taliban-Drohne. Das sind ein paar Holzstücke, die man aneinander geklebt hat und behauptet hat gesagt, jetzt haben wir auch eine Drohne. Man darf in der Diskussion, bei allem taktischen Konsens, den wir hier haben, man darf natürlich auch die Frage der Symbolik nicht unterschätzen. Und die ist mittlerweile aufgrund der Art und Weise, wie bisher üblicherweise Drohneneinsätze geflogen sind, in bewaffneter Art eine immense, und zwar internationale Art. Wir werden über Proliferation reden und ganz bestimmt nicht nur über Proliferation von Waffensystemen zwischen verschiedenen Ländern oder auch sogenannten, wie heißt das immer so schön, nichtstaatlichen Akteuren. Hamas und Hezbollah zum Beispiel sind zwei Gruppierungen, von denen man durchaus weiß, dass sie Drohnen besitzen, weil sie auch schon abgeschossen worden sind. Wir werden auch über Proliferation vom militärischen in den zivilen Bereich sprechen müssen, jetzt auf diesem Panel und auch später während der Tagung. Aber ich würde wirklich gerne zuerst Dr. Niklas Czernik auf die Bühne bitten und auch Professor Noel Sharkey, wenn Sie bitte hier raufkommen wollen. Hier ist, glaube ich, auch eine Treppe. Oh, Sie holen sich Ihr Schild selbst, wie schön. Noel Sharkey ist Professor für künstliche Intelligenz und Robotik an der University of Sheffield. Kleines Austauschen von Schildern. Ich wollte Sie schon dazu auffordern, dass Sie Ihre Jacketts eigentlich auch am Stuhl lassen können. Meine Güte, es ist so heiß. Und dies hier ist die Heinrich-Böll-Stiftung und nicht die, bei der ich mal ein bisschen voraussetze, dass es etwas lockerer zugeht durchaus. Also lassen Sie das doch mit den Jacketts. Es ist viel zu warm für sowas. It's okay if you take off the jackets, really. Professor Noel Sharkey hat vor, korrigieren Sie mich, das ist jetzt irgendwie unfair, aber nun gut. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Ich glaube, im November letzten Jahres eine äußerst wichtige und äußerst interessante Initiative gestartet, in der es darum geht, tatsächlich ethische, moralische, rechtliche Maßstäbe zu finden über das, was in dieser Technologie passiert. Und jetzt reden wir eben nicht nur einfach nur über Drohnen, bei denen wir normalerweise diese Flugobjekte mit verbinden, sondern wir beginnen jetzt über Artificial Intelligence zu reden. Wir haben es gehört in dem Beitrag von Peter Singer, dass das, was hier exponentiell an Datenverarbeitung passiert, mit einer unglaublichen Schnelligkeit vonstatten geht und dass Systeme, egal in was sie dann irgendwie verwendet werden oder worin sie eingebaut werden, in der Lage sind, immer komplexere Aufgaben wahrzunehmen. Und ich werde jetzt gleich nochmal
Dr. Niklas Schörnig fragen, der hier ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt und im Übrigen auch einen fabelhaften Beitrag in der draußen ausliegenden IP hat, wollen wir ja auch nicht vergessen. Es geht, wenn wir jetzt mal beim Militärischen bleiben, es geht darum, dass wir im Augenblick zwei verschiedene Möglichkeiten haben, unbemannte Systeme einzusetzen, Man in the Loop and Man on the Loop. Herr Schörnig, wenn Sie mal ganz kurz nochmal den Unterschied erklären würden, damit man das nochmal genau begreift. Also wenn wir von Man-in-the-Loop-Systemen reden, dann reden wir im Prinzip über eine Fernsteuerung, wo die Drohne nur relativ wenig Aufgaben übernimmt. Peter Singer hat es ja vorhin erklärt, je mehr Autonomie die Drohne bekommt, das heißt, je mehr Prozesse durch die Drohne selbstständig erfolgen, zum Beispiel das Abfliegen von vorgegebenen GPS-Punkten, bei einer gleichzeitigen Überwachung durch einen Piloten, der also schaut, ist da alles in Ordnung, der, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, eingreifen kann, dann würden wir von einem On-the-Loop-System sprechen. Und wenn die Drohne praktisch auf diesen menschlichen Kontrolleur dann auch noch verzichten könnte, dann wäre der Mensch also komplett out of the loop. Das heißt, das wäre ein System, bei dem wir davon ausgehen müssten, dass ein ohnehin unbemanntes System eigenständige, wir würden es als Menschen nennen, Entscheidungen trifft. Ja? Habe ich das richtig verstanden? So könnte man sich das vorstellen. Es startet selbstständig, es sucht sich selbstständig seine Ziele, es entscheidet in Anführungszeichen über den Waffeneinsatz, kehrt dann auch wieder völlig ohne Eingriff zurück. Das wäre so die vollständige Automatisierung bzw. Autonomie solcher Systeme. Noel Sharkey als Professor für Artificial Intelligence, also genau jemand, der an diesen Dingen arbeitet und sagt, egal ob es Robotik ist, egal ob es im zivilen Bereich eingesetzt wird oder was anderes. Also Google hat zum Beispiel ein unbesetztes Auto, ich glaube, waren 70.000 oder 700.000 Meilen, durch die Vereinigten Staaten geschickt. Da hat man nur eine Puppe auf den Fahrersitz gesetzt, damit sich die anderen Autofahrer nicht so ganz doll erschrecken, wenn da nichts ist. Aber wenn man mal dran denkt, beim Autofahren, das sind hochkomplexe Entscheidungsabläufe, bei denen man entscheiden muss, zu bremsen, schneller zu fahren, langsamer zu fahren, etc. etc. Sehen Sie den großen Sprung, damit wir wegkommen von den Einsatzgebieten in der Technologie, das heißt in der Möglichkeit, dass Systeme tatsächlich eigenständig entscheiden können, dass wir auf dem Gebiet der Artificial Intelligence so weit sind, dass wirklich hochkomplexe Entscheidungsabläufe tatsächlich eigenständig generiert werden können. I guess, the first thing to say. Nun, das Erste, was ich hier sagen muss, ist, dass das Wort Entscheidung wirklich viele Konnotationen hat und zu vielen Kontroversen führt. Denn Entscheidungen, das treffen wir ja. Aber in der Computerwissenschaft geht es um Auswahl und Programmierung. Es ist also eine andere Art der Entscheidung. Ein Google-Auto ist natürlich nicht so komplex, wie man es denkt. Es ist ein wunderbares Stück Technologie. Ja, das finden Sie vielleicht aber nicht, das Google-Auto. Es ist ziemlich komplex. Und das mit der Puppe stimmt nicht. Das war ein PR-Effekt. Also, um das Auto in Kalifornien einzusetzen, muss man einen Fahrer mit Hand am Lenkrad haben, sonst ist das verboten. Keine private Person hat es jemals geschafft, eine entsprechende Versicherung sonst zu bekommen. Aber nochmal zum Thema Entscheidungen. Das Google-Auto oder jedes andere Auto muss auf einer Straße fahren. Und dann muss diese Straße entsprechend visuell abgebildet werden. Das heißt, wenn das Auto fährt, natürlich müssen Entscheidungen getroffen werden, dann gibt es eine weiße Linie und das Auto weicht dann ein bisschen ab. Das nennen wir Entscheidungen. Aber wenn es um Entscheidungen in Rüstungssystemen geht, in Waffensystemen, dann ist das ganz anders. Es ist irgendwie etwas glatt hier, aber die Entscheidung. Man hat zum Beispiel schon automatische und autonome Waffen. In Deutschland zum Beispiel hat man den NBS Mantus. Dieser wird eingesetzt, um Mörsergranaten anzugreifen. Im April letzten Jahres gab es eine Entscheidung vom House and Commons. Das war nicht meine Initiative, aber es ging um Roboter. Jürgen Ottmans und Frank waren involviert. Es ging um iCrack.
Das ist eine Initiative, eine Wanderinitiative, aber war ebenso beteiligt, Amnesty International. Das war nicht nur meine eigene Initiative, aber hier geht es um Waffen. Und die Definition ist, dass Waffen, die aktiviert werden, ein Ziel angreifen und es angreifen ohne weitere menschliche Überwachung. Das heißt, das NBS Mantus fällt genau in diese Kategorie. Aber wenn man einen entsprechenden Vertrag verhandelt, dann kann es vielleicht möglich sein, dieses durchzulassen. Denn natürlich geht es auch um internationales Recht. Es geht um entsprechende Technologie. Also wenn es eine Explosion im Himmel gibt und eine Mörsergranate angegriffen wird, dann ist das ein spezifischer Fall. Das wäre wahrscheinlich dann okay nach dieser Definition. Aber wenn man liest, was ein NBS Mantus tun kann, hier kommt ja die Automatisierung ins Spiel, was er also auch machen kann, gemäß den Vorgaben der Produzenten, ist, dass er diese Flugbahn der Mörsergranate verfolgen kann und dann entsprechend kalkulieren kann, wo sie landet. Das sind natürlich entsprechende Informationen, die man nutzen kann. Hier geht es dann um die Idee der Abzielung auf Menschen. Und hier geht es um ein glattes Feld. Hier muss man sehen, dass diese Technologie bereits da ist. Es braucht keine großen Schritte im Bereich künstliche Intelligenz, um dies weiterzuentwickeln. Sagen wir, Verteidigungssysteme sind ja die eine Geschichte, in der wir sagen, einigermaßen automatisiert können Raketen abgeschossen werden, die in einer bestimmten Flugbahn sind, etc. etc. Wir kommen aber in eine Situation, in der wir zum Beispiel sagen, nehmen wir mal Afghanistan, ein Kriegseinsatz, nehmen wir doch mal, damit wir uns jetzt mal ordentlich auf gefährliches Terrain begeben, die Kunduz-Situation, in der eine Situation stattfindet, ein Laster ist unweit eines Headquarters, fährt an, bleibt stehen, es finden da Aktivitäten statt. Es gibt etwas wie Human Intelligence vor Ort, das heißt Speer. In diesem Fall waren es noch nicht mal Drohnen, glaube ich, die Aufklärung geleistet haben, sondern tatsächlich Flugzeuge. Es wird aufgrund von bestimmten Informationen die Entscheidung getroffen, dass dieser Tanklaster, der als Waffe gebraucht werden konnte, in grundsätzlich einer Kriegssituation, buchstäblich abgeschossen werden muss. Es stellt sich hinterher heraus, dass diejenigen, die dort zugange waren, nicht etwa Kämpfer gewesen sind, sondern tatsächlich Zivilisten, die versucht haben, an Benzin ranzukommen. So, und jetzt kommen wir in die Situation, in der wir sagen, wir haben tatsächlich eine Situation, in der wir no man in the loop hätten. Das heißt, können Sie sich tatsächlich eine Entscheidungssituation in dieser eben beschriebenen Situation vorstellen, in der diese ganzen, und jetzt nochmal, ich nenne es jetzt nicht Entscheidungen, sondern komplexen Entwicklungsabläufe. Hier ist ein potenzielles Ziel, hier ist eine potenzielle Gefahr. Diese Entscheidung muss getroffen werden, dieses Mittel wird zum Einsatz gebracht. Sind wir tatsächlich, nur damit wir mal eine Übersicht über den Stand der Dinge, sind wir tatsächlich in der Situation, dass das vollkommen ohne menschliche Beteiligung ablaufen kann durch eine sich selbst steuernde Zentrale? It could happen already. I mean, ja, das passiert ja schon. Ganz einfache Szenarien. Und natürlich ist das Wort Entscheidung wichtig. Ich wollte einfach nur kommunizieren, dass das ein schwieriges Wort ist. Es gibt einfachere Szenarien, wo man eine automatische Waffe hat an einer Grenzkontrolle, die sich ein beschleunigendes Fahrzeug vornimmt. Das Fahrzeug fährt schneller und dann kann diese Waffe sofort abfeuern. Das geht schon. Aber wer wird dafür zur Rechenschaft gezogen? Und würde ein Mensch sagen, dass das, was passiert ist, der Vater einer Familie war, der gerade eine Herzattacke hatte und deshalb auf das Gaspedal getreten ist und das Fahrzeug deshalb schneller gefahren ist? In umfassenden Dimensionen verstehen. Ist diese Situation, also wie ich sie eben auch im Zusammenhang mit Kunduz beschrieben habe, als Situation, in der wirklich no man in the loop ist. Das heißt, von Anfang an, von Erkennung, Auswertung dessen, was wir da haben, Wahl des Einsatzmittels, Rückkopplung mit den jeweiligen Befehlsketten, Ausführung, tatsächlich vollkommen automatisiert schon vorstellbar. Also vorstellbar, es ist sicherlich
Die Frage ist, gegeben die aktuellen Rules of Engagement, also Einsatzregularien, würde man natürlich sagen, wenn wir ein solches System hätten, müsste das zunächst mit der Basis Kontakt aufnehmen etc. Im Fall Kundus handelte es sich ja auch nicht um ein zeitkritisches Szenario. Aber man kann sich durchaus dann vorstellen, wenn die Sache zeitkritisch wird, dass es also wirklich dann auf Sekundenbruchteile ankommt, ein unbemanntes System wird von einem Radarstrahl erfasst und muss jetzt in Sekundenbruchteilen entscheiden, bekämpfe ich diesen Radar oder drehe ich ab oder was soll ich nun tun? Da kann einfach der menschliche Eingriff zu spät kommen. Und insoweit, in bestimmten Szenarien, die zeitkritisch sind, ist es durchaus denkbar, dass dann das System tatsächlich selbst entscheidet. In Situationen, die weniger zeitkritisch sind, denke ich, würde man noch Schleifen bewusst einbauen, obwohl das System es auch entscheiden könnte. Nico. Ich würde dem zustimmen. Ich glaube, man muss wirklich diese zwei Punkte, die du eben auch angesprochen hast, nochmal herauskehren. Das eine ist wirklich das Zeitkritische und das andere ist die Datenmenge, um die es geht, die das System oder der Mensch zu verarbeiten hat. Quasi als Ehrenrettung für die Soldaten. Das ist natürlich für eine Armee überhaupt keine, also für die Führungsstruktur, für die Offiziere ist das überhaupt keine schöne Vorstellung, dass sozusagen Entscheidungen von Systemen, von Maschinen getroffen werden. Also keine Armee der Welt will das. Es widerspricht über weite Strecken sozusagen der soziokulturellen Wirklichkeit in Armeen. Aber es gibt eben einen gewissen Handlungsdruck in bestimmten Situationen und es gibt einen bestimmten Handlungsdruck aus der Technologie heraus. Also wenn wir eine Drohne haben, die eben über 8 Kameras verfügt und die eine Situation beobachtet, möglicherweise ist es nicht nur eine, sondern es sind mehrere Drohnen, dann hat man einfach das Problem, dass es nicht mehr genug Menschen gibt, die in Echtzeit das alles auswerten können und daraus Schlüsse ziehen können. Also wird es einen Computeralgorithmus geben, der das in gewisser Weise vorsortiert. Und an der Stelle fängt es an, schwierig zu werden, weil der Mensch einfach dann nicht mehr in der Lage ist zu verstehen, selbst wenn er noch die Entscheidung treffen kann. Der Mensch kann nicht mehr verstehen, wie kommt die Maschine zu den vorselektierten Optionen. Und das ist einfach ein Punkt, wo sozusagen die Technologie, die Entwicklung der Technologie den Menschen da in etwas reintreibt, wo er selbst nicht mehr Herr der Lage ist. Und selbst wenn man das nicht will, selbst wenn das der kulturellen Erfahrung innerhalb der Streitkräfte überhaupt nicht entspricht, letztlich, weil andere es machen oder weil die Technologie einen dahin treibt, wird es dazu führen, dass es irgendwann so kommt. Die Frage ist, an welcher Stelle setzen nicht die Streitkräfte, sondern die Länder, setzt die Politik die Grenze? An welcher Stelle würde man sagen, bis hierhin und nicht weiter? Und meine persönliche rote Linie wäre tatsächlich, wenn es die Kombination aus autonomer Entscheidung gibt, also eine unbemannte Plattform mit einer gewissen Autonomie und Waffeneinsatz. Diese Kombination scheint für mich wirklich die rote Linie zu sein. Peter Dombrowski, you just also wanted to add something. Ich werde das bedauern, aber ich werde jetzt hier den Advocatus Diabolus spielen. Ich möchte auf Noels Punkt zurückkommen in Bezug auf Entscheidungen. Nun, werden gute Entscheidungen getroffen in kritischen Situationen? Die richtige Frage ist aber, wird eine Entscheidung von einem Menschen oder einer Maschine getroffen? Und ist sie dann die richtige? Ist sie dann gut? Ist der Böse erschossen worden? Ist eine böse Waffe lahmgelegt worden? Wenn man demonstrieren kann, dass die Maschine bessere Entscheidungen treffen kann, ob es zeitkritisch ist, ob es um die Datenvolumen geht, die verarbeitet werden müssen, dann stimmen Sie mir wahrscheinlich zu, dass man möchte, dass die Maschinen bestimmte Entscheidungen treffen. Ein Beispiel. Wir alle wissen, dass Krieg ein emotionales, sehr schwieriges, furchtbares Business ist. Und die Person, die eine Waffe nutzt und schießt, kann hier eine entsprechende Rolle bei der Entscheidung spielen. Wenn eine Maschine jedoch die Entscheidung trifft, frei von Angst, Emotionen, Blutverlustängsten und so weiter, dann hat man vielleicht bessere Entscheidungen, die zu weniger Todesopfern und zu weniger Fehlern führen.
Ich wollte das einfach hier nur mal als Gegenposition auf den Tisch bringen. Nun, jetzt kommt das große Wort falls ins Spiel. Wenn der Weihnachtsmann existiert und ich bin hier in meinem eigenen Flugzeug dann gekommen, dann ist die Frage, haben wir die Kapazität, diese Systeme wirklich voll zu entwickeln? Was ich weiß, ist, dass wir keine Beweise haben derzeit, wenigstens in meinem Bereich, ob es gemäß den entsprechenden Menschenrechtsstandards ist. Also die Proportionalität ist gefragt, die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ist es eine menschliche Entscheidung versus Maschinenentscheidung? Man kann natürlich sagen, dass die Technologie es eines Tages geben wird. Aber auch wenn die Technologie existieren würde, würden viele Philosophen sagen, ja, auch Militärs übrigens, es ist die menschliche Würde, die hier getötet wird von einer Maschine. Deshalb dürfen Maschinen keine Entscheidungen treffen. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Die Frage ist auch, wie weit möchte man gehen? Gibt man den Maschinen strategische Macht und Entscheidungsfindung? Das heißt, wo zieht man hier die Linie? Und nun, Sie sprechen, Verzeihung, dass ich das sage, Sie haben einfach nicht genug Wissen in Bezug auf die Technologien. Einige Leute sagen dann, nun, wir können sie ja wenigstens nutzen, um Heckenschützen anzugreifen. Ein Roboter kann hier natürlich entsprechend ganz schnell agieren und die Heckenschützen erschießen. Aber um einen adaptiven Feind anzugehen in einem nicht vorhersehbaren Kontext, nun, da verändern sich die Dinge natürlich. Wir sprechen hier über adaptive Feinde. Wir sprechen nicht über ein Laborexperiment. Wir sprechen über viele intelligente Menschen. Die Al-Qaida haben ein kleines Buch und da stehen die 20 Tipps drin, um gegen Drohnen vorzugehen. Das heißt, man verwendet diese Technologie, verändert sie und dann hat man Probleme. Ich finde es ja gut, wenn es jetzt hier ein bisschen... Peter Dombrowski hat ja recht, wenn er sagt, dass sozusagen Fehlerquoten es auch bei Menschen gibt. Das Kunduz-Beispiel ist ja ein solches. Das ist ja völlig richtig. Das ist das Erste. Das Zweite, natürlich machen auch Menschen tödliche Fehler, auch gerade im Krieg. Das Zweite ist die Frage der Belangbarkeit bei automatisierten Systemen, also strafrechtlicher Belangbarkeit, halte ich für, ehrlich gesagt nicht für eine solche schwierige. Bei vollautonomen Systemen, es gibt immer einen Anfang, es gibt immer einen, der sozusagen das Programm aktiviert hat und den Auftrag gegeben hat. Und das ist deshalb immer wieder darauf zurückführbar. Und im Zweifelsfall gibt es eine Armee, der dieses Programm angehört. Und am Ende gibt es in Deutschland auch einen E-Book, wie wir es so schön nennen, der, falls er sich rechtzeitig um die Zulassungsfragen gekümmert hat, auch tatsächlich dann belangbar ist, bei Fehlentscheidungen, auch bei vollautomatisierten Systemen. Aber trotzdem gibt es einen Faktor, der hier nicht fehlen darf. Die Geschwindigkeit ist genannt worden im Positiven, aber die Geschwindigkeit gibt es natürlich auch im Negativen. Eine menschliche Entscheidung, gerade weil die verlangsamt ist, ist auch durchaus in der Lage, dass sie korrigiert wird von anderen Menschen in der Umgebung. Die Geschwindigkeit, mit der ein automatisiertes System agiert, da kann einer am Monitor sitzen, sehen, dass es alles falsch ist und hat keinerlei Chance, weil die Zeit, wie ein menschlicher Arm braucht, um auf einen roten Knopf zu drücken, möglicherweise für ein hochautomatisiertes System einfach zu langsam ist. Darf ich da mal ganz kurz unterbrechen und sagen, wenn wir jetzt umgekehrt hergehen würden und sagen, ein automatisiertes System, und zwar kein vollständig automatisiertes, würde unter Umständen eine Entscheidungssituation herstellen, die sehr viel kühler ist, in der man eben nicht in einer direkten Kriegssituation, nicht unter Beschuss, nicht in einer Angriffssituation sieht, dass dieses und jenes, beispielsweise eine Raketenabschussbasis, die sich gegen Zivilisten richtet, errichtet wird. Derjenige, der das steuert, sieht diese Bilder und diese Entscheidung wird immer noch von Menschen getroffen. Ich würde dann sagen, das ist unter Umständen, um auch mal den Teufelsadvokat zu spielen, die bessere Entscheidungssituation, die kühlere, die einen Entscheidungsprozess unter Umständen verlangsamt. Und B, würde es darauf hinweisen, dass in der Tat der slippery slope, auf den wir uns mit der Technologie begeben, vielleicht gar nicht so ganz schlüpfrig ist, weil im ersten Moment mal gar keinen Grund sehen würde, warum man diesen Vorteil in der Entscheidung auch tatsächlich aufgeben wollte. Das heißt, dass Armeen, sofern eben dass diese Technologie nur militärisch genutzt wird, gar nicht das Interesse daran haben, das vollständig zu automatisieren, weil das, was man bei Krieg eben immer noch mit dazu denken muss, die politische Dimension
unter Umständen von automatisierten Systemen überhaupt gar nicht mitgetragen werden kann. Also das würde an Noel Sharkis fragen, was machen Sie denn sonst noch, auch noch strategische Entscheidungen? Wir hatten ja gerade mit Herrn Richter die Debatte um die taktische Komponente, die aus meiner Sicht von der strategischen da überlagert wird, wenn wir über die unbemannten Systeme an sich sprechen. Mein Punkt war jetzt sozusagen auf die vollautonomen Systeme drauf bedacht, weil es natürlich die Situation gibt, in denen man sagen kann, schau her, die Geschwindigkeit ist auch ein Vorteil. Und das kann man auch nicht im Taktischen nicht bestreiten, aber genauso gibt es auch Situationen, in denen genau diese Geschwindigkeit halt zu einem Desaster führen kann, weil es gar kein Korrektiv mehr geben kann in der Geschwindigkeit. Darauf wollte ich hinaus. Okay. Herr Schörnig und dann Peter Dombrowski, Sie wollten dann nochmal. Ja, zunächst zwei Punkte unterstützen. Also natürlich die Geschwindigkeitsfrage. Wir kennen das ja auch aus dem Hochfrequenzhandel mit Aktien, dass irgendwann die Geschwindigkeit so hoch wird, dass das System sich in bestimmte Richtungen entwickeln kann, ohne dass die Menschen noch eingreifen können, ehe schon enorme Schäden entstanden sind. Und hier reden wir nur über Geld. In anderen Situationen wäre dann eben Menschenleben zu beklagen. Das ist das eine in dieser Beschleunigung. Die zweite Sache, die Noel Sharkey gesagt hat, ich habe noch keinen Völkerrechtler getroffen, der eine klare Definition von Proportionalität im Krieg nennen konnte bzw. wollte, weil er sagt, das Recht ist weich an dieser Stelle. Und mir leuchtet nicht ein, wie ich weiches Völkerrecht, wir haben ja schon vorhin die unterschiedlichen Positionen zum Völkerrecht gesehen, wie ich weiches Völkerrecht in harte Einsen und Nullen bringen kann. Das hat mir noch niemand erläutern können, wie das funktionieren soll an der Stelle. Ich möchte noch einen dritten Aspekt einwerfen, den wir vorhin kurz gestreift haben, nämlich den Gedanken, dass ja in vielen modernen Militärsystemen, nicht nur Drohnen, auch in anderen, oft zivile Komponenten verbaut sind, wir es auch mit unheimlich vielen Zeilen von Softwarecode zu tun haben und in der Regel können die gar nicht mehr komplett getestet werden. Das heißt, wir haben im Prinzip schon jetzt Systeme, wo wir den Softwarecode nur partiell getestet haben, bestimmte Szenarien mal durch haben laufen lassen. Aber solche Systeme sind A, gegen Fehler natürlich dann nicht immun und B, natürlich auch gegen Manipulation von außen. Und ich stelle mir dann immer die Frage, wenn ich mir anschaue, britische Wissenschaftler haben letztes Jahr eine Hintertür in einen Chip gefunden, einen amerikanischen Chip, der auch in amerikanischen Waffensystemen zum Einsatz kommt und behaupten, sie könnten über diese Hintertür den Chip auf der Chip-Ebene umprogrammieren. Wer wird denn am Ende des Tages dann noch glauben, dass ein Fehlschlag oder ein Fehler eines Systems wirklich ein Fehler war oder nicht doch gewillt? Oder dass, wie will man erklären, dass die hochgesicherten westlichen Systeme doch anfälliger sind, als man immer behauptet hat, wenn tatsächlich mal eine Manipulation vorkommt? Wer wird das glauben international? Und dieser Punkt wird in der Debatte momentan sehr heruntergespielt in meinen Augen. Peter Dombrowski, Sie wollten gerne da auch noch mal dazu was sagen. Sie hatten sich gerade eben noch zu Wort gemeldet. Hey, I'm going. Ja, ich werde ein bisschen in der Zeit zurückspringen. Also man hat mir gesagt, dass ich hier zu diplomatisch sei und dass ich, na, das ist ja keine Anklage, aber so wurde das mir vorgeworfen und dass ich auch zu wenig wüsste. Schauen Sie mal. Ich würde Folgendes empfehlen, wenn man darüber nachdenkt, nämlich sich das real existierende Militär anzuschauen und wie das zum Einsatz kommt. Und die Wissenschaft zur künstlichen Intelligenz und zu autonomen Systemen ist eine Sache, aber die Zwänge, unter denen die modernen Militäreinsätze ausgeführt werden, mit Einsatzregularien, mit dem Präsidenten, der zuschaut, während die Einsätze ablaufen, das ist etwas ganz anderes als diese Szenarien, die Sie hier aufwerfen. Und dann ist diese historische Frage noch anzudenken, die mich umtreibt. Also wir tun so, als wäre das alles etwas Neues, diese Drohnen als autonome Systeme und die kommen gerade jetzt erst neu. Und das ist ja ganz modern, jetzt über die USA zu sprechen, was wir gemacht haben, was wir nicht gemacht haben und wie das der Welt schadet. Aber gehen Sie mal in der Zeit zurück und denken Sie an die strategische Beziehung zwischen den Sowjets und den USA und die strategische Beziehung zwischen den USA und anderen Ländern und schauen Sie sich die Systeme an, die bei der Überwachung und Warnung und Abfeuerung dieser Raketen eine Rolle spielten. Es ist gut und schön, über Drohnen zu sprechen. Das ist natürlich etwas Schreckliches, wenn da Leute ihr Leben verlieren. Aber wenn man das ernsthaft betrachtet, ist das etwas Gefährliches für die Menschheit. Also die Autonomie
hatte man ja schon früher während 50 Jahre Kaltem Krieg mit nuklearen Waffensystemen und Raketenabwehrsystemen. Und das ist natürlich auch etwas Wichtiges. Die Drohnen sind wichtig, aber wenn man über autonome Systeme spricht und über Unfälle und Fehlinterpretationen von Daten, dann ist das noch viel erschreckender als irgendetwas, was mit einem Gewehr oder einer Drohne erreicht werden kann. Diesem diversen Panel absolut einigen kann, dass die rote Linie wirklich da liegt, wo Systeme sich so oder Systeme so weit entwickelt werden können, dass sie tatsächlich autonom. Und jetzt sprechen wir mal wirklich von Systemen und weg von den Drohnen, denn das sind bestimmte taktische Mittel, sondern Systeme, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie aussehen können, in welcher Art sie benutzt werden können. Das können Raketenabwehrsysteme sein, das kann aber auch irgendetwas anderes sein. Die rote Linie würde also tatsächlich beim Grad von Automatisierung liegen, der the man out of the loop lässt. Richtig? Das habe ich doch, glaube ich, richtig verstanden. Also deswegen natürlich die Frage an Sie, Nowishaki, weil Sie in dieser Hinsicht auch schon aktiv gewesen sind, aber dann auch an Omid Nuripur gerne. Welches müssten Ihrer Meinung die politischen Initiativen sein, um hier, und selbstverständlich auch an Dr. Liang würde ich diese Frage gerne stellen, die politischen Initiativen sein, um einer Entwicklung, von der ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen kann, dass sie einzudämmen ist. Technologie hat sich immer nur sehr schwer eindämmen lassen. Wenn etwas mal da ist, wird das gerne weiterentwickelt. Welche politischen Initiativen müssten Ihrer Meinung nach ergriffen werden, um zu sagen, hier ist eine klar sichtbare und bei Übertritt im Zweifelsfall sogar sanktionierbare rote Linie erreicht? Wenn ich mit Ihnen anfangen darf, Nowishaki. Okay. First of all, could I just say one? Kann ich nur eine Sache zunächst sagen, nämlich ich muss zugeben, dass mir auch etwas Wissen fehlt bei den militärischen Angelegenheiten und das auch an Sie gerichtet. Und hier bei diesem Panel geht es ja um Militär. Wir haben ja über Geschwindigkeit der Kriegsführung gesprochen und die Sache, warum man weiter automatisieren muss und warum man autonome Waffensysteme braucht, da der Krieg ja zu schnell wird für die Menschen. Und die Antwort darauf wäre, lasst uns das noch weiter beschleunigen. Und ich weiß nicht, warum man sich so beeilt, die Leute zu töten? Warum nimmt man sich nicht zurück und macht das wieder humaner? Man kann natürlich viel über die Sowjets sprechen und so weiter. Ich bin kein Militär, ich bin ein Bürger in zwei Ländern, um genauer zu sein. Und als Bürger, als normaler Bürger, protestiere ich dagegen, gegen diese kontinuierliche Weiterentwicklung der Tötungstechnologien und dass man eine Kriegsfabrik schafft, eine Schlachterfabrik, und das ist wirklich eine Schande, und ich höre Ihnen zu und man diskutiert das wie intelligente Leute und ich werde da emotional, denn ich finde das etwas Schreckliches, diese Welt, in die wir uns da reinbewegen. Wie können wir das denn stoppen und wo ziehen wir die Grenzlinie? Die Trennlinie muss verhandelt werden. Zunächst einmal muss man Folgendes tun. Christoph Hens hat am 30. Mai oder am 29. Mai einen Bericht vorgelegt an den UN-Menschenrechtsrat und er wollte ein komplettes Moratorium für alle tödlichen autonomen Roboter. Und wir können natürlich hier weiterreden, aber er hat es geschafft, dass 24 Staaten sich an einen Tisch gesetzt haben, um darüber zu diskutieren. Das war schon ein erster Schritt und das einzige Land, das dagegen war, war eines meiner Länder, nämlich Großbritannien, das gegen das Moratorium war. Die USA war nicht da, aber die Briten haben das für die Amerikaner gemacht und sie haben gesagt, sie haben ihre eigenen Verbote, die selbst sehr restriktiv sind, aber sie möchten kein internationales Moratorium. Aber sobald die Leute sich an einen Tisch setzen, dann muss man diskutieren. Denn wenn eine Waffe komplett überwacht wird, und wenn ich von Überwachung spreche, dann hat man ja komplette kognitive, aktive Beteiligung an der Sache und das Ziel ist auch visuell vor Augen. Das wäre eine Seite und die andere Seite ist komplette Roboterautomatisierung, wo etwas selbstständig gesucht wird und das Ziel gefunden und getötet wird. Da sind aber dazwischen viele Schritte. Dieser On-the-Loop-Schritt in der Mitte, wo eben noch einer einen Schwarm Roboter kontrolliert. Aber es gibt auch diesen Gedanken, ein Veto zu haben, wie bei dem Patriot-System im Irakkrieg. Also da gibt es dieses Vetorecht und eine Reihe von Ebenen von Menschen, die dazwischen sind und kontrollieren. Und wir haben ja auch andere Waffen wie Mantis gesprochen. Und das Militär mag diese Instrumente ja auch nicht aufgeben, weil das gegen Raketen nützlich ist. Aber man muss sich erst einmal hinsetzen und Ausnahmen
schaffen. Ganz allgemein, ich werde jetzt Englisch sprechen. Es geht also um eine ganz klare Definition darüber, wann genau man darüber spricht, dass der Mann außerhalb des Loops ist, Mann out of the loop, oder einer politischen Initiative in Form eines Moratoriums, was natürlich schwierig zu erreichen ist, da Länder, die die Systeme haben, sie auch nicht gerne aufgeben möchten. Und dann ist es schwierig zu sagen, das ist die Grenze, über die wir nicht gehen wollen. Ich denke, dass die derzeitigen Systeme natürlich in der Mehrzahl okay sein werden. Also ist das eher ein präventives Moratorium, ein präventives Verbot, um eine Pause zu machen und darüber nachzudenken. Und die Definitionen, die wir ersinnen, müssen von den Nationen eruiert werden und die müssen das entscheiden. Wir können das nicht für sie tun. Wir können sie natürlich dazu auffordern. Ich stellen möchte, denn China ist ein Land, von dem wir genau wissen, dass es eine schon jetzt unerhört große Rolle spielt und sie auch noch weiter spielen wird, unter Umständen noch intensiver. Die Technologie ist, wie Sie sagen, vielleicht noch nicht ganz da, wo sie ist, aber es würde mich sehr wundern, wenn es sich nicht in diese Richtung entwickeln würde. Wo würden Sie die Grenzen ziehen und sagen, das ist, was wir tatsächlich ausarbeiten und verhandeln müssen, um vollkommen automatisierte Systeme womöglich zu verhindern? I don't want to say. Ich möchte jetzt nicht über Effizienz oder Geschwindigkeit für diese Hochtechnologien sprechen, denn im letzten Jahrhundert ging es ja um Atomwaffen. Ob man das jetzt richtig oder falsch findet, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist das ja ein System dieser gegenseitigen Ausgleichskontrolle, wo man große Kriege verhindern konnte. Aber es gibt natürlich jetzt neue Dimensionen des Kriegs mit diesen Hightech-Drohnen und den Cybersystemen. Und das macht es natürlich sehr leicht, einen Krieg auszulösen. Sie nennen das Effizienz. Das kann man tun. Man kann es auch folgendermaßen umschreiben. Es ist eine Möglichkeit, Leute davon abzuhalten, Krieg zu führen. Also eine Möglichkeit zu finden, einen Krieg zu verhindern. Wenn man diese Hightech-Möglichkeiten findet, kann man ja und benutzt, dann kann man vielleicht die Büchse der Pandora öffnen und andere Länder, die vielleicht Unterdrückung und Hass empfinden, und die werden dann vielleicht eine Möglichkeit finden, einen anderen Krieg gegen sie zu führen. Und vielleicht so, wie es in Boston oder in London passiert ist bei den Anschlägen, und werden ganz willkürlich jemanden töten. Und diese Leute kann man dann wiederum nicht mit einer Drohne umbringen. Persönlich glaube ich, dass es keine gute Idee ist, diese Waffen zur Tötung von Menschen zu verwenden und die Entscheidungsfindung der Maschine zu überlassen. Die Maschine wird benutzt und natürlich kann man dadurch Effizienz steigern, aber Effizienz betrifft hier die Tötung von Menschen. Zwischen Dimensionen dieses Problems. Wo muss die Grenze reingezogen werden? Das erste Problem ist, dass wir das Problem kaum begrenzen können. Wenn wir jetzt ausschließlich bei Robotisierung blieben, wäre es einfacher. Aber das ist es ja nicht. Ich meine, die Hauptfrage war ja, welche militärischen Szenarien mit den neuen Technologien. Und in der Horroraufzählung, die wir am Anfang gehört haben, von Peter Singer, haben ja sogar ein paar Dimensionen gefehlt, wie zum Beispiel Outer Space. Also Rod from God, eine Siliziumstange, eine verdichtete, die man aus dem Weltraum abwirft, die Wirkung haben kann von der kleinen Atombombe, ist mittlerweile für viele Nicht-Nuklearstaaten auch schon gut machbar. Also wenn man auch noch dann die Schnittstellen sieht, zum Beispiel zwischen, ich sag mal, Nano und Robotisierung, dann wird es ganz, 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 ganz kompliziert und die Szenarien werden dann endlos. Also es ist heute relativ einfach ist jetzt zu viel, aber alles andere als unmöglich für Hobbybastler in Walmart eine kleine Mini-Drohne zu kaufen für $350, einen kleinen Sprengsatz da drauf zu bauen und dann mit einem Fernrohr in die Nähe vom Hill zu gehen und gucken, welche Senatoren kommen raus, wen kann ich denn eigentlich erwischen? Das hat unglaubliche politische Komplikationen und Implikationen.
Und deshalb ist die Begrenzung das Hauptproblem. Aber wenn ich bei dem, was jetzt bekannt ist, also zum Beispiel, dass der Weltraum nicht militärisch sein sollte, bei der Frage zum Beispiel, dass Neuroforschung, finde ich definitiv, also Gehirnforschung militärischer Art verboten gehört. Es gibt Staaten, die erproben sozusagen mit Chips in Gehirn von Kampfpiloten beispielsweise, wie sie deutlich schneller reagieren können. Das ist Realität, das ist nicht Science Fiction. Ich finde das ethisch nicht haltbar. Aber zurückzukommen zur Frage Robotisierung, ich finde, bis auf einige wenige Ausnahmen, die man gut regeln kann, gehören automatisierte Systeme, autonome Systeme an sich verboten. Es gibt keine Ausnahmen geben, wenn zum Beispiel postkonfliktiv eine Seestraße komplett mit Seeminen überwuchert ist, dann wird es irgendwann mal nicht mehr möglich sein, dass das Menschenhand das tatsächlich auseinanderhalten kann. Da gibt es robotisierte Systeme, die selbst reingehen, programmiert sind und sozusagen die Minen räumen. Aber das sind wirklich äußerste Ausnahmen. In der Regel ist es so, dass die Situation, ohne dass Menschen am Werk sind, dass das eine ist, die aus meiner Sicht definitiv die rote Linie darstellt. Und wir haben ja gestern vom Präsidenten der Vereinigten Staaten gehört, dass er sagt, wir müssen regulieren, wie wir mit Kampfdrohnen umgehen. Ich finde das total richtig. Gut, dass er das sagt. Das finde ich ist völlig richtig, aber beginnen müssen wir damit, dass wir sagen, Kampfdrohnen sind ein militärisches System. Das bedeutet aber, dass Geheimdienste diese nicht mehr verwenden dürfen. Danke. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal öffnen. Ich habe hier gleich vorhin eine erste Frage gehabt. Wo ist denn unser Mikrofon? Da kommt es schon da hinten. Hier rechts in der Mitte. Ich sehe Ihre Hände. Dann lassen Sie es erstmal da und wir gehen dann zu Ihnen. Kurz, präzise und an einen bestimmten Panelisten, wenn es geht. Ich versuch's mal. Thomas Nehls, Journalist. Erste Frage, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten habe mit der Beruhigungspille Vertrauen auf demokratische Systeme, Herr Professor Dombrovski. Nachweislich, oder sagen wir mal meines Wissens, werden die meisten Dinge abgeworfen von Kampfdrohnen eben solch demokratischer Staaten wie USA, wie Israel. Wie kann ich da vor diesem Hintergrund, dem rein quantitativen, Vertrauen haben in demokratische Systeme, wenn ich als Journalist mich dann aufmache, mich zu erkundigen nach näheren Zusammenhängen, dann werde ich natürlich auf Geheimhaltung verwiesen und bekomme keine Antwort und stehe dumm da. Ähnlich wie ich in Weißrussland dastünde oder im Iran, wenn ich fragte. Da wird es plötzlich ziemlich gleichgeschaltet. Erst recht in Israel, aber auch in den USA. Die zweite Frage, noch eine Idee provokativer, Herr Dicko vielleicht. Wo ist eigentlich ethisch, operativ, vielleicht auch technologisch der Unterschied zwischen all diesen Kampfdrohnen und ihren Möglichkeiten und sagen wir mal dem Sprengsatz, den ein Talib oder den die Taliban irgendwo niederlegt, fernsteuert, auch um gezielt zu töten und natürlich auch in Kauf nehmend diverse Kollateralschäden. Wird hier nicht Killing zum Selbstzweck? Peter, would you like to take the first? Peter, würden Sie die erste Frage beantworten? Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Frage war. Die erste Sache, die ich sagen würde, ist, wenn man nicht zwischen Weißrussland und Israel und den USA unterscheiden kann, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Da gibt es natürlich Unterschiede in diesen Gesellschaften. Der zweite Punkt, der natürlich ernstzunehmender ist, da gibt es einen alten Witz und ich habe zuerst einmal gesagt, dass, oder kann man sagen, dass Demokratie das schlimmste aller Systeme ist, mit Ausnahme von allem anderen. Und ich würde denken, also ich glaube natürlich an Abrüstung und an Rüstungskontrolle, ich glaube an Verhandlungen, um Kriege zu verhindern. Leider gibt es trotzdem Zeiten bei Kriegen, zumindest auch in der Geschichte, wie ich das gelesen habe, wo Krieg einfach passiert. Und das ist etwas sehr Unglückliches. Und die dringliche Frage für mich ist, wie wir als demokratische Gesellschaften solche Debatten wie diese führen können und Grenzen ziehen können und Entscheidungen treffen können zu den Systemen, die wir bauen oder nicht bauen möchten und wie wir diese Systeme verwenden möchten. Und ich sage Ihnen, dass zumindest in Israel und den USA, die zwei Fälle, die Sie erwähnten, Sie größere Chancen fortfinden, eine demokratische Debatte zu finden, die Auswirkungen hat auf die tatsächlichen Einsätze des Militärs, die diese Systeme verwenden, als im Gegensatz zu anderen Gesellschaften, die Sie sich vorstellen können. Und wir hoffen, dass wir hier einen Unterschied sehen und vielleicht könnten wir darüber nachdenken, wie man diese Grenzen zieht. Und wie Sie bin ich auch frustriert und der Journalist vorne hat ja auch diese Transparenz- und Offenheitsfrage aufgeworfen. Und ich glaube wirklich sehr stark daran. Also ich hoffe, Sie fordern Ihre Regierung heraus und ich fordere meine heraus, um bessere Antworten zu kriegen.
Sehr gern. Kurze Randbemerkung noch zu Anfang. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen den Kriegen, die wir führen wollen, und den Kriegen, die uns aufgezwungen werden. Und mein Gefühl ist, dass der Westen in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren eher die Kriege geführt hat, die der Westen führen wollte. Und da müssen wir uns dann wirklich fragen, welche Mittel haben wir. War on Terror, also ich glaube, da gibt es tatsächlich einen grundsätzlichen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal nur, Deutschland und den USA. Die Tatsache, dass die USA dem Terror den Krieg erklärt hat, ist nicht nur eine sprichwörtliche, sondern auch eine juristische. Der Krieg bedeutet eben, in diesem Fall der entgrenzte Krieg, dass man überall zu jeder Zeit militärische Mittel anwenden kann. Das würde, sagen wir mal, in Deutschland einfach nicht funktionieren. Terror wird in Deutschland rechtsstaatlich mit der Polizei bekämpft. Die Polizei hat ein Mandat innerhalb Deutschlands, nicht außerhalb Deutschlands. Also insofern ist es einfach unvorstellbar, dass es sozusagen gezielte Tötungen in jeglicher Form gibt. Die einzige Ausnahme ist, wie bekannt, der finale Rettungsschuss, aber dafür gibt es ja ziemlich genaue rechtliche Voraussetzungen. Also insofern, ich würde die Frage beantworten, wer hat wie das Recht, jemanden zu töten, mit der Tatsache, dass wir Kriminalität, und Terrorismus ist Kriminalität, mit rechtsstaatlichen Mitteln verfolgen sollten. Also das heißt, die Terroristen werden festgenommen, und erst wenn sie sich der Festnahme entziehen durch Gewalt und die Menschen, die für die Festnahme verantwortlich sind, durch diese Gewalt gefährdet werden, dann haben sie das Recht, sich selbst zu verteidigen. Nur damit wir das mit der Taliban-Frage nochmal klären, in Afghanistan sind wir in einer anderen Situation, denn dort gibt es einen von den Vereinten Nationen mandatierten Kriegsauftrag, der selbstverständlich die Bundeswehr dazu ermächtigt, Gegner, also Kämpfer zu töten. Selbstverständlich mit Einschränkungen Zivilisten, selbstverständlich mit Einschränkungen, was sogenannte, ich hasse dieses Wort, sogenannte Kollateralschäden betrifft, also das unabsichtliche Töten von Zivilisten. Aber es gibt einen ganz klaren Kampf- und Tötungsauftrag, der für die Taliban gilt, die als Kämpfer gelten. Und dann ist es auch wurscht, ob ich eine Drohne einsetze oder was anderes. Das ist richtig, aber ich glaube, also der Auftrag der Vereinten Nationen und die Begründung des ISAF-Mandates ist immer noch, die afghanische Regierung zu unterstützen, Sicherheit für die Bevölkerung herzustellen. Natürlich sind militärische Mittel dafür erlaubt im Rahmen dieses Mandats, aber das ist ja kein Selbstzweck. Es geht um die Stabilisierung Afghanistans und vor allen Dingen um den Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte. Natürlich gibt es ein Selbstverteidigungsrecht, aber wie gesagt, ich glaube, man muss dann nochmal unterscheiden zwischen sozusagen der Terrorbekämpfung und einer Aufstandsbekämpfung. Ich meine, eines der großen Probleme war, dass sozusagen die afghanische Bevölkerung lange nicht mehr unterscheiden konnte, was macht ISAF und was macht Operation Enduring Freedom. Also was ist sozusagen Terroristenjagd und was ist Stabilisierung des Landes. Und das spiegelt letztlich genau das Problem wider. Der deutsche Ansatz ist da nach wie vor, und ich glaube, es ist der richtige, Terroristen bekämpfen mit rechtsstaatlichen Mitteln, und das ist die Polizei. Danke. So, wir hatten hier noch eine genau da geht das Mikrofon schon hin. Bayer aus dem Bau- und Verkehrsbereich. Herr Scharki, Sie haben von einem Beispiel gesprochen, das mich jetzt veranlasst, eine direkte Frage an Herrn Dombrowski zu stellen. Im Zusammenhang mit dem Google-Auto haben Sie von dem kalifornischen Straßenverkehrsordnung gesprochen, dass diese Verordnung sagt, Mann ohne Steuer, Steuer ohne Mann, also kein Auto fahren darf. Und interessant war an der Stelle, vielleicht wäre es hier möglich, wenn überhaupt eine Versicherung also auf dem Markt wäre, der diese Haftung übernimmt. Und interessant war dann an der Stelle, dass ich zu dem Zeitpunkt erfahren habe, dass vor einigen Stunden Herr Dombrowski in der Justizausschuss der Chef, der Herr Müller von der Bundespolizei,
Entschuldigen Sie, dass ich Sie hier unterbreche. Also wenn es um Versicherungsfragen beim Autofahren um Haftungsfrage in Kalifornien geht, Drohnen. Dann würde ich diese Frage gerne... Nein, die Link. Sondern das was ist, der ist die Frage, die genau, mit moderner Kriegsführung die, zu tun genau. hat? Genau. Also die Frage ist, jetzt ist es halt heraus, dass, dass Sie Drohnen halt im Inland einsetzen. Und da ist die Frage, wenn jetzt Drohnen im Inland in Amerika eingesetzt wird und der Vorwurf gestellt wird von einem Senator, dass da keine Gesetzesrechtsgrundlage ist, wo ist die Haftung? Wie gehen Sie mit der Haftung halt um? Wenn ein Drohneneinsatz im Inland ohne Rechts- und Gesetzesgrundlage ist und bereits bei diesem Ausschuss dann halt schnell... Entschuldigung, aber welche Haftung wofür? Ja, wenn irgendeine Störung, wenn irgendein Unfall passiert, eine Drohne im Inlandeinsatz, dann denke ich mir... Also eine Drohne im Inlandeinsatz wird ja nicht bewaffnet, damit wir das mal rausnehmen können. Wir können es aber halt nicht? Okay, ich ziehe gerne meine Frage zurück, aber ich habe mir erlaubt, diese Frage zu stellen aus den vielfältigen Beiträgen, aus den Panelisten insbesondere, inspiriert von Peter Singer, dass es möglich ist in naher Zukunft, anlässlich dieser Tatsache, Sie werden dass ich das... ganz bestimmt in den nächsten Tagen auch über Proliferationen von Drohnen vom Militärischen in den zivilen Bereich hören. Wir haben auch den ganzen Bereich Cyber nicht gemacht. Mhm. Aber nützen Sie jetzt die Kaffeepause vor der nächsten Sitzung und vor dem Vortrag von Herrn Münkler. Und wir danken hier allen unseren Panelisten und Ihnen für die Fragen. Vielen Dank.